Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T&E Talks. Ich darf euch alle da draußen ganz herzlich begrüßen. Wir streamen dieses Mal wieder live auf vier verschiedenen Kanälen. Das ist einmal der YouTube-Kanal vom T&E Magazin. Genau das gleiche machen wir auf Twitch beim T&E Magazin, dann auf dem Kanal vom Nino, Passing Dansai, und auf einem Kanal der Tesla-Welt auch. Nino, ich darf dich begrüßen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, jetzt hatten wir gerade eine kurze Störung hier in unserer Anordnung. Wir sitzen ja nicht wirklich beieinander, sondern wir sind hier Corona-safe mit hunderten Kilometern Abstand sozusagen virtuell zusammen. Ja, wir haben heute ein spannendes Podium, finde ich, gerade bei dem Thema Energiewende, Photovoltaik, Strom und so weiter. Können wir hier echt mit was mit Koryphäen aufwarten, könnte man sagen. Nämlich einmal mit Bernd Benecke, Zimmerermeister, Pizzabäcker und PV-Experte, habe ich mir hier notiert. Warum diese Kombination, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu. Dem habe ich ja schon mal ausführlich Interviews und Videos in meinem Kanal gemacht. Dann mit Gregor Hinz, er ist Energieberater, Ladepark, Bauleiter, nämlich zum Beispiel am Seat and Greet und auch smarter Stromhändler mit Voltego. Er ist mit dabei, freue ich mich auch sehr. Und natürlich Martin Rausch, auch ein beliebter Gast beim ja, wöchentlichen, samstäglichen Hepto-Elektroauto-Treffen beim Ladepark Kreuzhillen. Er ist Solateur, Energieberater, wie Gregor letztendlich auch, und Speicherverteidiger. Mit ihm führe ich regelmäßig Diskussionen über die Sinnhaftigkeit und auch Preissinnhaftigkeit bei Speichern. Da freue ich mich sehr drauf, ihn hier zu begrüßen. Ja, und unser Thema ist PV-Strom vermarkten, und zwar selbst vermarkten. Das ist ganz wichtig. Und bevor wir aber jetzt anfangen, wollte ich nochmal erwähnen, dass wir uns ja gestern gesehen haben, Nino, ne? Richtig. Was gestern war ja Star Wars Tag, hatte ich erst den Eindruck. Nämlich Kylo Ren, die lief da rum. Wirklich ein wahnsinnskostümierter Mensch, der da mit Laserschwert und so rumlief. Aber eigentlich war ja die Show, nämlich die von Tesla, die Lightshow, ne? Dieses Lichtspektakel, wie es im deutschen Bedienoberfläche im Tesla heißt. Was genau ist denn das? Erklär das doch mal gerade den Zuschauern. Ja, das kam im Rahmen des Updates, des sogenannten Weihnachtsupdates. Da haben alle Besitzer von Model 3 und Model Y hier sind in den Genuss der sogenannten Lightshow gekommen. Das heißt, das ist ein Song, der gespielt wird vom Auto und gleichzeitig ja, blinken die Lichter, gehen die Fenster hoch und runter, der Kofferraum geht auf und so weiter. Kennt man von Model X schon? Jetzt gibt es das auch für Model 3 und Model Y. Genau. Und die Conny, eine liebe Beteiligte von den Electrified Women, die ich hier gerne mal erwähnen möchte, eine spezielle Elektroauto-Lobby-Fördergruppe, wenn man es mal so bezeichnen möchte, die sich speziell auf die Fahne geschrieben hat, weibliche Elektroautofahrer anzusprechen und sie in dieses Thema reinzuholen. Die hatte die Idee übernommen von, ich glaube, aus Holland. Die haben das auch schon gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und jedenfalls, ja, hat sie eingeladen am Ladepark, dass alle zusammenkommen und diese individuell programmierte Lichtshow, die sie vielleicht erstellt haben, ich glaube, vier waren es dann nachher, ein paar Nachzügler kamen leider zu spät, die wurden dann prämiert sozusagen, also die Beste wurde prämiert. Herzlichen Glückwunsch an Lars, ich glaube, der hat den ersten Platz gemacht. Den sehen wir gleich nochmal und bitte, bitte. Und danach gab es dann eine Art Flashmob. Also es ging darum, möglichst viele Teslas gleichzeitig mit der originalen Tesla Lightshow dann abzuspielen. Und das war wirklich, also ich weiß nicht, ich hatte schon Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir ging, David. Das war ein geiler Moment irgendwie. Ja, ich habe den Moment sogar dann verpasst und nur nachträglich auf Twitter gesehen, weil Lars das getwittert hat, aber es sah spa wirklich spannend aus. Also so viele Autos auf einem Haufen und die alle hier die Lichtshow machen, ist schon klasse. Ach, du Also hast es verpasst, ja. Also wer es noch verpasst hat, gutes Stichwort, findet hier in der Infobox auf Buzzing Danzai auf YouTube, also meinem Kanal, habe ich einen Link reingepackt. Dort könnt ihr den 1,5 Stunden Livestream, den ich gemacht habe, auch gerne nochmal nachsehen. Habe ich versucht, ein paar Eindrücke mit einzufangen und den Abend so ein bisschen mit vielen Interviewpartnern und spontanen Gesprächen so ein bisschen zu begleiten. Ja, okay. Apropos Community. David, wir haben noch was Großes vor dieses Jahr. Nämlich das Sexy Cars Community Treffen, organisiert vom T&E Magazin vornehmlich. Da würde ich mal sagen, was können wir denn da sehen? Ich glaube, da gibt es einen kleinen Trailer. Vielleicht gucken wir den uns mal als erstes da gibt an. es einen kleinen Trailer, den haben wir vorbereitet. Da schauen wir jetzt mal rein. Genau, das ist immer schwierig in den Zeiten, solche Treffen abzuhalten. Und es wurde ja auch schon mehrfach verschoben. Aber wir hoffen, dass es dieses Mal klappt. Und
Ja, Menschenskinder, David. Weltgrößtes Treffen, das ist schon enorm. Also wenn ich mir vorstelle, gestern waren da, ich glaube, so um die 150 Elektroautos. Das ist ja quasi nichts dagegen, was wir da bei dem nächsten Treffen im Juli erwarten. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, den will ich wiederholen von gestern von Timo, haben wir es auch schon im Livestream gesagt. Wenn ihr Karten habt vom vorletzten Jahr, wo es ja ausgefallen ist, Corona-bedingt, dann solltet ihr bitte ein kostenloses neues Ticket buchen. Das könnt ihr dann machen, damit es personalisiert ist. Das hat Gründe der Zählung, Corona-bedingt, Vorgaben erfüllen etc. Müsst ihr die Tickets einmal wandeln. Ich glaube, sie waren früher fahrzeugbezogen und die müssen jetzt eben auf personenbezogen geändert werden. Wer noch kein Ticket hat, gerne auf temagazin.de draufgehen und dann euch ein paar Tickets sichern. Ich glaube, das wird großartig, oder David? Ich denke auch. Also ich freue mich wirklich drauf und hoffe, dass das stattfinden wird dieses Mal. Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in die Diskussionsrunde. Da haben wir die drei Partizipanten. Martin ist ein bisschen dunkel, aber ich glaube, wir kriegen ihn noch erkannt. Mach's etwas heller. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, herzlich willkommen in die Runde. David, vielleicht steigst du mal ein. Ja, ich hätte gleich mal eine Frage an den Martin. Und zwar ist es bei mir so, dass ich jetzt seit 6 Monaten in einem neuen Haus wohne, zur Miete allerdings. Und ich habe weder eine PV-Anlage noch irgendwie einen Speicher oder eine Wärmepumpe. Und lade im Moment noch über die Haushaltssteckdose in der Garage. Ja? Also bei mir ist noch alles offen. Und das liegt ein bisschen daran, dass ich so einen Clinch mit meiner Vermieterin, Clinch ist übertrieben, liege, sagen wir mal, wir haben andere Ansichten, was Elektromobilität und Erneuerbare angeht. Und sie hat da sehr viele Vorurteile. Und ich wollte fragen, ob du das wahrscheinlich sehr gut kennst und wie man dagegen vorgeht am besten. Das habe ich fast jeden Tag zu tun, ja. Besonders in... Deswegen fragt er David. Ja. Also es gibt... Wohnungsbaugenossenschaften, es gibt und dann heißt es, ja, sie dürfen an einer Steckdose laden, aber nein, wir werden ihnen keine Ladestation zur Verfügung stellen oder wir erlauben nicht die Installation einer Ladestation. Die verpassen damit Chancen und oftmals kann ich im ersten Gespräch schon mal ein Ui oder Aha herauskitzeln, dass es eine zusätzliche Möglichkeit ist, Geld zu verdienen für die Genossenschaften oder wenn es eine größere Wohnsiedlung ist. Jetzt für eine Ladestation wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn die sich früh informieren und gut beraten werden, haben die keinen Wildwuchs in Sachen Ladestation. Sie haben welche, die kommunizieren, kompatibel sind oder am besten die gleichen sind, damit man auch eine Last am Netzpunkt einstellen kann. Damit jeder morgens sein Auto geladen hat, aber man nie über die 22 oder 30 kW gegangen ist, zum Beispiel. Die können das berechnen, die können diesen Strom handeln, sie können daran verdienen, sie können ihren Stellplatz für 50, 60 Euro mehr, muss man ihnen jetzt nicht sagen, aber sie könnten dafür mehr verlangen. Und die meisten Autobesitzer wären darüber dankbar, wenn sie ganz einfach die Möglichkeit hätten, ihr Fahrzeug zu laden. Das Laden mit einer über die normale Steckdose ist meines Erachtens deutlich gefährlicher, besonders wenn man sich mal die Vorschriften für oder die Handlungsempfehlungen für die Installation von Ladestationen anschaut, als wenn von vornherein einmal von einem Elektrounternehmen oder Installationsunternehmen geklärt ist, die Leitungen haben die richtigen Querschnitte, ist richtig abgesichert, brauchen FI, ja, nein, was machen wir? Das einmal geplant und dann sukzessive in mehreren Schritten umgesetzt wird. Es ist traurig, wenn Vermieter sich einfach sperren. Die vertun sich was. Ja, das ist leider oft so. Das hört man immer wieder und das gilt für Ladestationen, das gilt für Photovoltaikanlagen. So viele Dächer sind noch ungenutzt. Ja. Vielleicht, lieber Gregor, dich um auch direkt mit in die Runde. Du bist ja jemand, der sich mit Energiemanagement beschäftigt und mit Voltego. Kommst du dann eigentlich auch erst zum Zuge, so typischerweise, wenn bei dem Privatmann oder auch bei dem Betrieb schon, ich sag mal, das meiste getan ist, es sei denn, du bist direkt als Energiemanager oder Energieberater mit involviert, aber dann ist eigentlich erstmal die Anlage steht und
dann geht es darum, wie kann man sie jetzt eigentlich am sinnvollsten nutzen. Direkt die provokante Frage, ist man dumm, wenn man seinen selbst erzeugten Strom für wenige Cent einspeist? Ist das eine große Dummheit heutzutage? Schnell beantwortet, ja, das ist man. Oha, das ist die falsche Frage gestellt, ich wollte ein bisschen mehr hören. Es gibt Alternativen und ich glaube, dass wir eine gute Alternative darstellen, die mit unserem Konzept, weil wir uns eben nicht auf einen festen Preis fixieren, der zu vergüten ist für eine lange Laufzeit. Für mich ist klar, wenn jemand investiert und zurück zu deiner Frage, wir kommen immer gern von beiden Richtungen. Also entweder werden wir angefragt wegen Ladeinfrastrukturlösungen oder Eigenerzeugungsanlagen. Oder wir werden angefragt zu einem alternativen Energieeinkauf, den auf den ersten Blick viele Kunden bei uns überhaupt nicht verstehen, was wir eigentlich genau machen. Und insofern, wenn es über den Energieeinkauf geht, dann ist die Frage schnell da natürlich, oh gut, wenn ich preiswerter und besser meine Energie manage, wo kann ich sie dann am besten selber oder beim Nachbarn oder bei anderen Lieferstellen selber verbrauchen? Das ist immer noch besser als für eine EEG-Vergütung. Wir reden jetzt von den Anlagen, die in diesem Jahr oder im letzten Jahr in den Betrieb gegangen sind. Ist es einfach die bessere Lösung, den Strom selbst zu nutzen als und Strom, den man zukauft, zu vermeiden. Und ich finde, dass wir da sehr konsequent an den Markt gehen, weil uns ist es letztendlich gleich. Im Gegenteil, wir forcieren sogar noch die Eigenproduktion, obwohl wir von der Sache her Energielieferant sind und eigentlich darauf achten müssen, möglichst viel Energie aus dem Netz an die Kunden zu verkaufen. Und das tun wir ja gar nicht. Uns geht es deswegen darum, wir handeln keine Energie, sondern wir managen die Energie. Und wollen so verstanden werden, dass wir möglichst für jeden Kunden, privat oder Gewerbe, versuchen, die beste Variante des eigengenutzten Stroms, der immer noch der günstigste ist zurzeit. Also es kann nicht anders sein, als wenn man ein leeres Dach hat, seinen Stromverbrauch als erstes über die Eigenproduktion zu decken und den Rest zuzukaufen. Und das in dem richtigen Profil des Bedarfes und der Produktion zu managen, ob mit Speicher oder ohne Speicher. Und zwar dann auch eben ganz klar mit den volatilen Strompreisen, die wir haben. Aber da werden wir noch zu kommen, denke ich. Ja, jetzt hätte ich auch noch gleich, Entschuldigung, eine Frage an den Bernd vielleicht. Und zwar, wenn, ja, also Eigenverbrauch erstmal oder das, was man selber verbraucht, über die Photovoltaik eigens produzieren. Aber ist das denn als Einstieg genug oder sollte man sich gleich um ein Gesamtpaket kümmern und vielleicht auch noch in ja, seinen Verbrauch ändern über vielleicht ein Elektrofahrzeug oder eben eine Wärmepumpe oder auch an Speicher denken? Ja, also hallo erstmal. Nino, den Pizzabäcker, den kannst du nochmal streichen auf deiner Liste. Hier in diesem Gebäude ist am anderen Ende, das ist 50 Meter lang und da habe ich mal ein Restaurant mit reingebaut, wo wir das saniert haben, das verpachtet. Ich habe noch nie eine Pizza gebacken. Ach, verdammt. Jetzt weiß ich auch, warum die so gut schmeckt. Und in dem Zuge haben wir ja auch die Möglichkeit, der Destination Charger, die haben wir dann hier noch mit reingehängt, da warst du ja auch mal hier. Und generell sind wir ja Zimmereibetrieb mit dem Hang auch zu Dachdecke arbeiten mit. Das wird ja viel mittlerweile auch zusammen gemacht. Und wenn wir da Dachdächer sanieren oder Kunden haben, die jetzt ihr Haus komplett umstellen oder sanieren wollen, wenn das jetzt 20, 30, 40 Jahre alt ist und noch älter, dann rate ich die ja auch gleich, weil ich ja eben in den letzten Jahren mir eben halt ein bisschen Wissen da angeeignet habe, gleich eine Photovoltaikanlage mit drauf zu bauen, wenn man das Dach schon saniert und mit Speicherlösung und auch Richtung Wallbox, ne? Auch wenn die da noch gar nicht von E-Mobilität sprechen, aber es wird ja, wenn die PV-Anlage jetzt 30 Jahre plus drauf liegt, werden sie die meiste Zeit dieser 30 Jahre E-Auto fahren. Das, auch wenn sie es noch nicht wissen. Und deshalb gehen wir dann auch so schon dahin, dass das von der Größe her schon vernünftig geplant wird. Und ja, Wärmepumpe gehört dann auch dazu, die ganze Sektorenkopplung, in dem
dem Bereich machen wir den Leuten eben halt viel Aufklärungsarbeit, dass das Gesamtpaket passt. Ne? Das ist wichtig. Mich würde mal gerade interessieren, wir haben ja noch den Lars im Hintergrund, der den Chat moderiert. Herzlich willkommen, Lars, der gestern da den ersten Platz gemacht hat mit seiner Tesla Lightshow. Lars, ich habe mal direkt eine Frage in den Chat, die ich mal loswerden möchte. Wer hat denn von euch Zuschauern eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder vielleicht bei den Nachbarn auf einer Scheune oder beteiligt sich vielleicht an in Bürgerenergiegenossenschaften oder dergleichen? Oder wer plant selbiges? Ja? Also wer ist in irgendeiner Form Energieproduzent? Das würde mich mal interessieren, wie viel hier im Chat dabei sind. Vielleicht eine 1 rein, wenn ja, oder wenn ihr es zumindest plant, und eine 2, wenn nein. Lars, wie ist der Chat drauf? Wie sind denn so die Zuschauerstimmen bisher? Naja, sie kommen gerade erst rein. Da kommt jetzt schon die erste 1 direkt nach deinem Aufruf, die nächste 1. Also die Leute haben quasi auf deinen Aufruf gewartet. Noch eine 1. Also bisher sehe ich nur Einsen. Noch eine 1. Okay. Also, du beobachtest für uns den Chat und meldest dich, sobald genau da was Spannendes kommt. Lieber Chat, habt keine Hemmung und schreibt rein, wenn ihr konkrete Fragen an die drei an Bernd, Gregor oder Martin habt, ne, oder Anmerkungen zu dem, was die sagen. Ne? Direkt reinhauen, wir wollen ja hier alle zusammen einen schönen Abend haben. Ja, der Bernd ist doch kein Pizzabäcker, habe ich dann immer falsch verstanden. Ich dachte, das wäre deine Pizzabude, okay. Bernd, wie sieht es denn aus? Kann man überhaupt aktuell Photovoltaikanlagen zu einem fairen Preis bauen? Weil was ich hier so im Moment in NRW höre, ist wirklich brutal. Da haben Leute teilweise Amortisationszeiten von weit über 20 Jahren, weil die Preise fürs Aufbauen der Photovoltaik auf ein typisches Einfamilienhaus, wo man dann so 10 Kilowatt Peak oder so draufpackt, einfach gerade exorbitant teuer ist und kein Handwerker hat Zeit. Geht's euch genauso? Hier gibt es jetzt auch nicht so viele Firmen, die Photovoltaik machen. Ist jetzt nicht so, dass jeder Elektriker das mit anbietet. Nur vereinzelte wirklich, ne? Und das hat uns ja bewogen, oder weil ich jetzt ja schon länger weiß, dass das mit PV der Ausbau massiv wachsen muss. Da haben wir ja den Bundesverband gegründet, Innovative Handwerker für erneuerbare Energien. Und da ist ja das Ziel, dass wir nicht nur dass die Elektriker nicht nur dann alleine davor stehen. Gestern war in der Welt zum Beispiel ein Bericht, wo drin stand, da hatte jemand ausgerechnet, dass die nächsten 9 Jahre in der Stunde 21.000 Module installiert werden müssen. Und ich sage mal, die Elektriker haben ja noch ein anderes Eigenleben. Ne? Die sind im Neubaubereich überall unterwegs und die können nicht mal eben alle stehen und liegen lassen, nur noch PV machen. Und das ist ja auch nicht so, dass jeder Elektriker, den kannst du auch nicht auf den Dach schicken. Und da habe ich eben so gedacht, dass die Zimmerleute oder Dachdecker, die oben ständig auf dem Dach zugange sind, die haben Gerüst, die haben meistens auch einen Kran und wir installieren das ja auch schon, heben die Paneelen da eben mit ran. Wenn wir da eine Dachsanierung machen, machen wir das gleich mit. Dass man da zusammenarbeitet halt, ne? Weil wenn man da jetzt nur zuguckt, also so wie ich jetzt, der sich im Thema ein bisschen tiefer drin ist und ich einfach sage, ja, wir machen hier unser Ding, dann finde ich das schon so wie im Straßenverkehr unterlassene Hilfeleistung. Also und deshalb wollen wir eben halt in dem Bereich über den Bundesverband die Gewerke, dass sie ein bisschen enger zusammenrücken, mehr zusammenarbeiten, dass der eine von dem anderen lernt. Die Dachdecker, die müssen wir auch noch motivieren, sag ich mal. Das ist auch nicht genauso wie bei den Elektrikern, dass jeder Betrieb da jetzt von heute auf morgen gleich sagt, kein Problem. Da muss man denen vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen. Oder auch, ist ja nicht jeder Dachelektriker. Ja, oder auch, aber Elektriker hat sich auch mal bei mir jemand gemeldet. Ja, das ist ja schön und gut. PV habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wie soll ich das denn jetzt angehen? Ja, weil seine Jungs nicht auf dem Dach, die kann er nicht aufs Dach schicken. So, ich sage ja, such dir einen Dachdecker, mit dem du dann zusammenarbeitest und
dann gehen die das Ganze zusammen an. Ne? Anders wird das nichts mit dem. Martin. Habeck hat jetzt ja seine Liste da gezeigt, was ausgebaut werden soll mit den Zielen, aber unterm Strich muss das Handwerk da aktiv werden, ne? Ja, also ohne Hände geht's nicht. Martin, du bist ja einer der glücklichen Solateure in NRW, die sich vor Arbeit nicht retten können. Führt das bei dir zu Fachkräftemangel tatsächlich oder andersrum? Expandierst du gerade fleißig durch diesen aktuellen Trend? Ja, wir schaffen es glücklicherweise immer wieder, weitere Mitarbeiter gewinnen zu können und auch auszubilden. Die zum Teil bei den Dachdeckern nämlich an. Nein, kurze Anekdote, als Corona kam, also als Corona, erste Lockdown, sagte ich, jetzt haben die Fitnesstrainer doch frei, oder? Ja. Und freundlicherweise haben dann zwei Kollegen aus dieser Branche eine gewisse Zeit bei uns mitgemacht. Wir haben Glück, also wir expandieren ja. Es kommen immer weitere Mitarbeiter hinzu. Nachdem wir die Talente erkannt haben, bilden wir sie aus. Also ich freue mich darüber. Wir können noch weitere gebrauchen. Ja, das ist vollkommen richtig. Wir kooperieren aber eher mit anderen Gewerken, dass wir also mit dem Elektroinstallateur, der macht die AC-Seite wie die DC-Seite, oder der Dachdecker macht seine Arbeiten soweit durch und wir kommen dann, oder die Kollegen SHK installieren die Wärmepumpe und wir schließen sie dann an und die nehmen es wiederum in Betrieb. Also es ist eine gute Verzahnung und eine gute Vernetzung. Das ist schon deutlich vereinfacht. Also dass viele Interessenten fragen, Mensch, Herr Rausch, ich möchte mein Gebäude sanieren, aber mir gibt keiner einen Fahrplan. Wenn ich meinen Heizungsinstallateur anspreche, dann heißt es, ja, dann bau doch eine neue Gastherme ein, eine Brennwert und so weiter. Bist noch gut gefahren damit die letzten 20, 30 Jahre. Es passiert selten eine umfassende Beratung. Und auch Energieberater sind zum Teil ja nur aus einem Gewerk, der Schornsteinfeger, der Maler, der Stuckateur. Also die kennen ja nicht das ganze Gebäude. Und wir arbeiten dann mit mehreren Energieberatern zusammen, die aus unterschiedlichen Branchen kommen, sodass wir schon auch recht umfassend das Gebäude angehen können. Und wir versuchen darauf einzugehen, was dem Interessenten wichtig ist und beantworten auch oft nicht gestellte Fragen, die aber für ihn vielleicht wichtig sind. Ich finde das klasse, dass der Bernd auch in die Richtung geht, dass er dem einen Gewerk erklären möchte, was die anderen Gewerke noch zu tun haben, auch die Angst zu nehmen oder auch die Idee, mehr zu tun, als nur das Dach zu decken, sondern auch an PV zu denken, den Interessenten vielleicht zu sensibilisieren dafür. Das finde ich sehr gut. Wir vernetzen uns etwas anders. Also wir sind noch nicht in dem Verband. Ich finde es sehr gut, wenn der Interessent einen Ansprechpartner hat und der ist sehr dankbar darum, wenn weitere Handwerker dann empfohlen werden, die gewohnt sind, die sich schon kennen, die vielleicht gewohnt sind, im Team zu arbeiten und dadurch überschneidender Aufwand gar nicht erst doppelt entsteht, sondern wenn das Gerüst steht, dann machen wir das schön auch durch. Als Beispiel. Also man muss als Kunde quasi das richtige Netzwerk finden, weil das finde ich auch immer sehr schwierig einzuschätzen. Ja, wen spreche ich denn an? Spreche ich meinen Elektriker an oder gehe ich zu irgendeiner Photovoltaikfirma, die ich nicht kenne? Oder muss auch ein bisschen Glück haben anscheinend. Nee, und dann finde ich es gut, wenn jetzt was der Bernd vorhat, dass es vielleicht ein Siegel gibt oder etwas, dass die Interessenten vielleicht auf diesen Handwerksbetrieb schneller aufmerksam werden, der gut vernetzt ist oder der noch weiteres mit beachtet. Finde ich okay. Ich höre gerade, wir haben ganz viele Fragen im Chat und würden nochmal direkt an den Lars abgeben. Ja, danke. Also die Fragen kommen direkt zu Hauf rein jetzt. Die erste Frage, weil der Martin gerade dran war, vielleicht zum einen fragen hier mehrere Leute, was wäre denn die richtige Ausbildung, die man haben müsste, wenn man jetzt als jugendlicher Heranwachsender vor der Jobwahl steht, um hier adäquat beraten zu können oder um hier auch einen zukunftsträchtigen Beruf zu haben in eurer Branche?
Also Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe. Die Kombination wird in den nächsten Jahren noch und nöcher gefragt sein. Wir haben, ja, man kann erneuerbare Energien studieren. Man kann, wie heißt das andere? Verflixt, wir haben ja Studenten. Gebäudeenergietechnik ist der andere Bereich. Die Ausbildung Solateur. Wir haben vor Jahren mit der Handwerkskammer Köln und Soling sagte, nee, können wir nicht. Mit Köln haben wir gesprochen, mit der Handwerkskammer, und wollten das durchsetzen. Da hat noch ein älterer Angestellter der Handwerkskammer gesagt, Mensch, wir haben doch da in Duisburg die Hallen, wo die Dachdecker ausgebildet werden, da können wir das doch auch machen. Wir hätten bestenfalls 3 Auszubildende vielleicht losschicken können. So, also, Herr Gott, nochmal. Und die haben keine weiteren gefunden, die diese Ausbildung zum Solateur, darf man glaube ich gar nicht sagen, dass dieser Ausbildungsberuf geschaffen wird. Für mich ist es ein Zusammenschluss eines Elektrikers, Dachdeckers, und für mich kommt das Kaufmännische mit rein. Und in die Richtung machen wir das. Okay, danke. Bernd, eine Frage an dich. Wenn ich jetzt neu baue, die Tesla Solar Roofs sind noch nicht verfügbar oder nicht in Sicht hier in Deutschland. Klassische Dachziegel, klassische Module in Dach. Was rätst du den Leuten und wo kriegen sie es her? Je nach Dachfläche oder nach Geschmack. Also wir haben Aufdachanlagen und dachintegrierte Anlagen, die wir an den Kunde. Also wenn da jetzt mehrere Dachfenster drin sind, dann empfehle ich da eine dachintegrierte Lösung, weil sich das in der Fläche nachher gut aussieht von Endergebnis. Und wenn man da jetzt zum Beispiel viele Dachfenster hat, ich sag mal, im Neubau macht das ja Sinn, dass man sein Haus auch ein bisschen jetzt danach nicht alles voll Gauben macht, sondern ich denke mal, oder mediterran mit Walmdächern, Spitzdächern wird auch viel gebaut, dass das schon Sinn macht. Normales Satteldach und dann Ost-West-Ausrichtung. Und dann macht man da Dachfenster mit rein. Das wird wahrscheinlich wieder mehr werden in Zukunft, wenn die Architekten das alle so ein bisschen erkannt, wenn das bei denen auch dann mal angekommen ist halt, ne? Dass das das Ganze danach ausgerichtet werden muss. So, generell zu seiner Frage, das ist nach Geschmack, ne? Also wir machen meistens dachintegrierte Lösungen, die wir hier jetzt haben. Okay, danke. Und vielleicht zu guter Letzt, dann ist hier einmal dran gekommen, der Gregor. Wenn jetzt hier jemand, der schon eine 10 Kilowatt Peak-Anlage hat und auch schon einen 16 Kilowattstunden Akku, kannst du über eure Firma ihm ein besseres Angebot geben als die 7,81 Cent, die er im Moment wegen der EEG bekommt? Ganz sicher, weil er den Speicher mit unseren wechselnden Tarifen nach Angebot und Nachfrage viel besser nutzen kann. Also ich muss dem Martin auch nur recht geben. Die Speicherentwicklung steht erst noch ganz am Anfang. Das will ich auch gleich begründen. Aber mir juckt's im Kopf, noch einiges zu den Kommentaren vorher zu sagen. Denn wir sind uns doch alle einig, wir müssen etwas tun. Wir brauchen Energiewende und wir müssen massiv PV-Anlagen bauen. Und es geht jetzt nicht darum, ob, weiß ich, Indach, Aufdach, wir sollten die einfachen Dächer erstmal massiv mit PV belegen, um zu produzieren. Wenn ich den Habeck richtig verstanden habe, hat er begriffen, wie weit wir zurück sind. Wir wollten im letzten Jahr 20 Megawattstunden PV bauen in Deutschland. Wir haben 5 gebaut. Jetzt hat die neue Koalition beschlossen, jedes Jahr 25 Megawatt zu bauen. Ja. Viel Theorie, keine Praxis. Wir müssen bauen, erstmal grundsätzlich. Und dann müssen wir sehen, wie wir intelligent diesen Strom, der produziert wird, nutzen und managen. Und ich bin ein großer Befürworter der hohen Strompreise. Nicht, weil wir jetzt in Diskussion als Lieferant von Strom sind, sondern es kommt endlich in die Köpfe. Und wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob eine PV-Anlage notwendig ist oder ob sie gut auf dem Dach aussieht. Wir brauchen es überhaupt, um energetisch klarzukommen in der Zukunft. Es gibt keine Alternativen. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen, regenerativer Energien. Wir müssen zukaufen aus dem Ausland. Wir werden weiterhin abhängig werden und wir wollen den deutschen Weg gehen, doch mit regenerativen Energien und dann clever gemanagt
unseren Strom zu produzieren. Und danach stellt sich irgendwo in Reihe 3 und 4 die Frage, ob Indach oder Aufdach. Es gibt Unmengen Dächer, die sind nicht genutzt. Und wir müssen sehen, dass wir endlich intelligente PV-Systeme in Mengen aufs Dach bringen. Und dass ich überhaupt noch, und ich bin der Meinung, ein Energieberater, und so verstehe ich meinen Job generalistisch, wir müssen, da muss einer sein, der alle Prozesse beurteilen kann, und wir müssen weg von diesem deutschen Spezialistentum. Da gibt es einen Energieberater für Kühlung, da gibt es einen Energieberater für die Mobilität. Einer muss ein Gesamtkonzept entwickeln. Und der größte Hemmschuh vor dem Mangel an Personal ist die Bürokratie. Ich glaube, die beiden Solateure, Bernd und Martin, stimmen mir zu. Und ich habe das mal Revue passieren lassen. Ich glaube, wir brauchen mittlerweile mehr Zeit im Büro, um die PV-Anlage genehmigungsfähig zu bekommen, als die Montage auf dem Dach. Und dass wir die Dachdecker dazu bringen müssen, die Anlagen mal endlich zu montieren und nicht mehr in Mönch und Nonne zu denken, die Zeiten sind lange vorbei. Da müssen wir endlich mal in den Köpfen was bewegen. Und das tut zurzeit aus meiner Sicht der Preis. Also wenn der Salatkopf demnächst 5 Euro kostet, dann wird die schönste Rasenfläche wieder umgeflügt und der Salat wird da wachsen, in jedem Garten. Und wenn jetzt noch einer diskutiert, in dem Zustand, wo wir zurzeit sind, energetisch, umweltpolitisch, ob eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit dem engobierten Ziegel schön aussieht oder nicht, dann haben wir alle nicht verstanden, wo wir stehen. Wir müssen massiv, massiv die Wege ebnen, einfach PV-Anlagen zu bauen und clever die Einspeisung zu managen. Und ich glaube, dass wir mit Voltego nicht ein Energieproduzenten, der Energie handelt, sondern wir wollen und bieten Möglichkeiten, dass der investiert, auch den maximalen Gewinn daraus hat, als Win-Win für denjenigen, dem er diese Energie liefert. Da komme ich gleich noch zu, aber für mich ist eklatant wichtig, dass bei einer solchen Diskussion, eine ganz Diskussionsrunde, klar wird, dass das der Haupthemmschuh die Bürokratie ist. Wir haben 950 Netzbetreiber in Deutschland. Jeder Netzbetreiber, jede Stadtwerke hat eigene Formulare, ist im digitalen Prozess so dermaßen unterschiedlich. Der eine hat die Formulare, der andere die, der andere digital, bei der muss man sich im Portal anmelden. Also ich glaube, Bernd und Martin werden mir da zustimmen. Es ist eine Katastrophe. Und jeder macht seine eigenen Regeln. Und wenn in jeder Stadt eigene Verkehrsregeln existieren würden, wo wäre unsere Mobilität? Das ist in der Energiewirtschaft in Deutschland eine Katastrophe. Wenn ich dann nach Frankreich schaue, das ist natürlich eine andere Struktur, politisch, zentralistisch, das ist mir auch klar, da gibt es einen Stromtarif für das ganze Land. Jeder zahlt das Gleiche. Das wird richtig verstanden. Und ich möchte eigentlich da mal losgelöst davon, ob wir jetzt Indach, Aufdach machen. Wir müssen Konzepte finden für Mobilität, Heizung, Bewirtschaftung eines Hauses. Da müssen die Architekten anders denken. Und von Anfang an müssen wir weg, ob jetzt Poggenpol oder Mieteküche, ist egal. Aber wir müssen erstmal daran denken, wie kriege ich meine Bedürfnisse energetisch in den Griff, und das bitte umweltverträglich. Mit Mobilität muss man denken. Und Beleuchtung und Beheizung und Kühlung. Und wenn ich diese Energien zusammenbringe, dann muss ich doch sehen, wenn ich was übrig habe, kann doch der Nachbar davon Nutzen haben. Und genau diese Abrechnungskonzepte, ohne selbst daran zu verdienen, sowas bieten wir, wenn wir gleich noch zu kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich fahre auch nicht morgens um 8 in die Stadt, wenn Stau ist, versuche darum herumzukommen. Und das ist in den Preisen der Energie seit Jahrzehnten so. Aber wir Deutschen meinen immer, einen Festpreis zu haben und wundern uns über die hohen Preise. Wir müssen anders denken. Wir müssen ein wenig mal allen Menschen den Kopf öffnen und sagen, wie Energie gehandelt, was es kostet. Wir sind doch alle Discounter-Denker hier in Deutschland, ob das ein Lebensmittel sind oder Textilien. Und ich möchte da einfach wirklich jetzt mal die Lanze dafür brechen, endlich mal zu beginnen, alle denjenigen zu kommunizieren, die nicht an PV denken, wo eigentlich die eigene Energie herkommt. Und wie preiswert diese Energie in den letzten 30 Jahren in Deutschland war. Die Zeiten sind vorbei, zumal wir den deutschen Weg gehen. Und da kann ich auch nur der neuen Regierung Mut machen und dem Herrn Habeck. Endlich hat er mal die Wahrheit gesagt im Parlament, dass wir eben deutlich zurück sind. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir alle Dächer und alle Möglichkeiten der Windnutzung
wirklich gemeinschaftlich als Gemeinschaft in Deutschland und nicht von Nachbar zu denken. Weil dann schaffen wir das auch, sonst nicht. Ja, ich sehe hier nickende Gesichter bei Bernd und Martin. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich jetzt zumindest hier in NRW oder im Bergischen Land, wo ich jetzt ja wohne, sehe, dass Solateure und Firmen, die Photovoltaik bauen, wirklich Monate um Monate Vorlauf haben. Und wenn man 10 kontaktiert, kriegt man irgendwie nur gerade mal 2 Angebote und die sind super teuer. Man hört allenorts, wir sind voll. Ich kann nicht mehr bauen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe nicht den Eindruck, dass das an Bürokratie scheitert. Die ist sicherlich auch ein Hemmnis. Das will ich gar nicht kleinspielen. Da könnte man sicherlich noch was rausholen. Aber vielmehr habe ich den Eindruck, die Nachfrage ist halt unglaublich hoch. Ich bin mir nicht sicher, woran das jetzt nun konkret liegt. Da würde mich interessieren, was der Chat denkt. Warum ist die Nachfrage nach PV im Moment so hoch? Weil das ist sie meines Erachtens. Wir haben einerseits einen Strompreis, der in der Vergangenheit niedrig war, der jetzt immer weiter steigt. Da können wir jetzt vielleicht als nächstes mit dem Gregor mal drüber sprechen. Und wir haben andererseits auch Gesetze, die sich geändert haben, dass also für Gewerbetreibende und größere Anlagen jetzt größer 10 Kilowatt Peak dann doch etwas einfacher und lukrativer sind. Gregor, du hast gerade schon den Strompreis angesprochen. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, weil das ja ein wichtiger Baustein der aktuellen Situation ist. Du hast uns ein paar Grafiken mitgebracht, wo man mal sehen kann, was Strom denn eigentlich kostet. Vielleicht blenden wir mal gerade die Grafik 1 ein und erzähl uns mal, was wir da sehen können. Das ist nicht Grafik 1? Bei mir in der Mail, die du mir geschickt hast, war das 1, aber ist ja wurscht. Fangen wir dann nehmen wir an. Die doch über die Jahre erstmal, damit man die... Okay, dann 5. Dann 5, okay. Ja, man sieht hier die Preise des Börsenhandels. Okay, das sind 15 Minuten. Dort in 15 Minuten wird Energie gehandelt an der Börse. Und ich glaube, der rote ist das Jahr 2019. Man sieht letztendlich, wie horizontal mit ein paar Abweichungen nach oben und nach unten die Preise sich entwickeln. Gelb ist, glaube ich, das Jahr 2020. Nino, korrigiere mich. Und der orangene Graph, der darüber gezeichnet, die sieht, dass er irgendwo ab Herbst diesen Jahres vollkommen, ja, der Laie würde sagen, aus dem Ruder gegangen ist, aber deutlich lebendig geworden ist. Man würde sagen, der Patient ist irgendwie, das Herz läuft nicht so, wie es vorher lief. Der Preis geht deutlich aus dem Ruder, man sieht Peaks. Ich müsste da nochmal, man kann nur... vermuten, wie es jetzt im Dezember, der fehlt nämlich bei dem orangen Graph, noch sieht, das ist noch weiter nach oben gegangen. Also die Preise sind deutlich nach oben gegangen. Die Gründe weiß ich nicht, ob wir hier diskutieren sollen. Das sind natürlich, die sind sehr vielschichtig, nicht? Das hat auch mit dem Gas zu tun. Gas ist knapp und wir müssen unsere Gaskraftwerke unter Volllast laufen lassen, um andere Kraftwerke, die wir abschalten, wie Atom und andere, auszugleichen. Strom ist einfach Mangelware geworden. Der Bedarf ist höher und die Nachfrage steigt dadurch die kann im Moment nicht, der kann nicht so gefolgt werden. Da sind natürlich auch andere Aspekte drin. Ich will nicht darüber reden, wie die Händler dann und diejenigen, die es bieten, da noch Aufschläge machen. Tatsache ist, dass der Preis jetzt endlich mal in den Bereich, wir reden jetzt hier auch nur über den reinen Energiepreis. Wir haben die letzten 20 Jahre im Durchschnitt 3 Cent für die Kilowattstunde bezahlt. Aus meiner Ansicht ist das viel zu wenig gewesen, weil der Gegenwert deutlich höher war und wir haben uns daran gewöhnt, den zu bekommen. Wir wollen nicht über die Umlagen, die Netzentgelte und die Steuern bezahlen und die Quersubventionierung über die Energiesteuer noch das Rentensystem zu stützen etc. Das lassen wir jetzt mal alles weg. Ich betrachte nur die Energie und die Energie muss teurer werden. Und wenn man dann die alternative Produktion, ob PV oder Wind, dagegen rechnet, ist das ein deutlich wirtschaftlicherer Weg, die Energie selbst zu zahlen, zumal man dann die Netzentgelte umgeht und andere Steuern auch, wenn man selber für die Produktion sorgt. So und so wird eigentlich gehandelt seit Jahren und man sieht ja, was in den letzten Wochen passiert ist, dass dann eben Energielieferanten die Festpreise für ein Jahr oder zwei an ihre Kunden gegeben haben, den eigenen Einkauf nicht mehr zu den Preisen decken konnten, geschweige denn überhaupt noch Gewinn zu fahren. Und dann reagiert haben, indem sie die Lieferung eingestellt haben oder auch in die Insolvenz gelaufen sind. Das
ist erstmal Realität. Okay, jetzt sehen wir also massiv, ich will das mal betonen, dass dort also große Ausschläge sind jetzt in diesem Jahr und das wird noch weitergehen oder auch noch schlimmer werden. Jetzt lass uns doch mal gerade auf die Folie 4 gehen, liebe Regie, weil da sieht man nämlich ganz schön, dass dort, also einen zurück, genau, da sieht man nämlich ganz schön die drastischen Schwankungen, die man so über Tage haben kann, Gregor. Ne? Das ist jetzt hier 31.12. vom letzten Jahr. Und da sieht man, wir sind mal bei Null. Das heißt, ich konnte nachts den Strom quasi umsonst haben, abgesehen von Steuern und Umlagen. Ne, haben wir gerade schon gesagt, das lassen wir mal außen vor. Und um 17 Uhr lag das dann bei 6 Cent. Da sieht man schon mal, dass es so rein optisch auch sehr stark unterschiedlich ist, je nach Nachfrage, wie sich der Strompreis in der Strombörse da verhält. Wenn man jetzt nochmal ein Bild zurückgeht, dann sehen wir den 7.11. Das ist nochmal so ein anderer Punkt. Was können wir da jetzt erkennen? Ja, da sieht man, dass eben bis zur Mittagszeit der Preis gering war. Man muss natürlich wissen, wie sich so etwas zusammensetzt. Wir zeigen auf unserer Internetseite eben die Stundenpreise. Das sind allerdings 4-15-Minuten-Preise. Und da errechnen wir den Mittelwert. Gehandelt wird der Strom und eingekauft und prognostiziert an der Börse für den Folgetag oder auch für längere Zeiten immer über die 15-Minuten-Werte. Und die 15-Minuten-Werte werden natürlich und über Profile geschätzt. Ein klassisches Haushaltsprofil ist, dass man morgens Strom braucht, den ganzen Tag nichts und abends nochmal einen Peak hat. So werden alle Privathaushalte kalkuliert, aber keiner weiß so recht, was wirklich passiert. Und wenn man gerade sich die Corona-Zeit angesehen hat, hat sich unser Lebensverhalten deutlich geändert. Wir sind jetzt im Homeoffice, wir sitzen jetzt auch noch alle im Homeoffice. Der Energiebedarf, auch weil wir immer weiter in den Heizbereich mit Strom gehen, hat sich gegenüber diesem uralten, jahrzehntelangen Profil gewaltig geändert. Und wenn ich danach kalkuliere und Netze managen muss, dann habe ich überhaupt keine Datenbasis. Insofern ist es elementar wichtig, und da hat auch die Bundesnetzagentur ja reagiert, dass wir endlich nicht nur die Digitalisierung in andere Bereiche kommen, sondern auch die Digitalisierung endlich mal in das Energiemanagement auch der Privathaushalte, der gewerblichen sowieso Einzug nimmt und wir eine gute Datenlage bekommen. Wir merken ja jetzt auch an Corona, wie wichtig Datenlagen sind und nicht Spekulation. Und danach muss eingekauft werden und dann kann man natürlich sehr gut sehen, wenn es Spitzenzeiten gibt, wie morgens und abends oder an Wochenenden, jeder Tag ist anders, dass wenn ich danach einkaufe, ich natürlich unterschiedliche Preise bekomme. Wenn ich meinen Strom brauche, wenn der Preis hoch ist und der Strom knapp ist, dann muss ich dafür bezahlen. Und wenn ich den Strom allerdings oder mein Nutzerverhalten anpassen kann, in preiswerten Zeiten meinen Strom nutzen kann, könnte, ob das Gewerbe ist oder privat oder ein E-Auto laden, aber ich weiß es nicht, dann macht es ja alles gar keinen Sinn und dann müssen wir Kraftwerke laufen lassen mit Leistung, damit jederzeit jede Leistung zur Verfügung steht. Und das macht in dem Energiebereich überhaupt keinen Sinn. Und das ist auch der Grund oder überhaupt der Motor gewesen, dass ich für mich persönlich aus langen Jahren der Beratung gesagt habe, jeder einzelne Stromnutzer muss die Möglichkeit haben, diese Preise nutzen zu können. Wenn er das ignoriert sein Nutzerverhalten, dann zahlt er den klassischen Durchschnitt und bekommt dann im wahrsten Sinne des Wortes die Rechnung am Ende des Monats und zahlt. Wenn er allerdings Möglichkeiten hat, zu wissen, dass es Stromspitzen gibt und dann vermeidet, dann kann er auch Strom sparen. Und das geht nicht nur ums Portemonnaie, das ist letztendlich das Ergebnis, das Portemonnaie. Aber das Wichtige ist, dass man an diesen Kurven auch das Wetter ablesen kann. Und das wird in Zukunft noch viel mehr werden. Das heißt, wenn es viel Sonne gibt und viel Photovoltaikleistung oder viel Wind und der Strom aus Windenergie ist deutlich mehr zur Verfügung, steht mehr zur Verfügung, wir uns aber unser gleiches Verhalten an den Tag legen, dann gehen die Preise in den Keller und die werden eben auch negativ, wie diese Grafiken das eben gezeigt haben. Und dann habe ich wirklich die Möglichkeit, auch auf großes Angebot von Sonne und Wind reagieren zu können und das nutzen zu können. Und diese Preise spiegeln eben fast, sag mal, das Wetter da. Also eins ist sicher, an diesem 7.11. Nino war es ziemlich windig bis mittags um 14 Uhr.
Das kann man daran sehen. Und warum soll das nicht heute digital, jeder hat sein Handy in der Hand, nicht auch jedem Kunden angeboten werden? Und das ist genau das Konzept, was wir tun. Und wir verstehen uns deswegen wirklich nur als Systemanbieter. Jeder, der Lust hat, kann sich dort anschließen lassen und wir reichen diese Preise 1:1 an den Kunden durch. Und dann ist es sein eigenes Schicksal zu überlegen, ob er, ich sage immer, die Erdbeeren im Dezember kauft oder im Frühling. Also er muss selber sehen, wann er was nutzt und dafür auch zahlen. Und dieses System bieten wir an und in unserer Diskussion tun wir das Gleiche mit den gleichen Preisen, vergüten wir dann die Einspeisung der PV-Leistung jedes einzelnen Eigentümers von Photovoltaikanlagen zu gleichen Konditionen. Das heißt, bei diesem Charge würde er natürlich von 17 bis 18 Uhr, wenn er da noch Leistung hat, 9 Euro vergütet bekommen und in den Sonnenstunden natürlich auch weniger. In diesem Fall 1,4, 1,26. Ich muss das gar nicht so im Bereich von 2 Cent. Wenn man sich aber einen anderen Tag ansieht, wo eben weniger Leistung aus von Wind und Sonne da ist und ich speise dann ein, habe ich andere Preise. Ja, Gregor, da habe ich auch noch eine Frage dazu. Warte mal gerade bitte, David, weil das an der Stelle passt. Die Folie 2, da prognostizierst du das ja für morgen sozusagen. Also ihr habt da auch eine gewisse Intelligenz mit drin. Das heißt, hier kann ich jetzt auch sehen, da liege ich dann wahrscheinlich mutmaßlich bei 25 Cent pro Kilowattstunde. Ich habe schon von Roland gehört, ich zahle teilweise bis zu 40 Cent die Kilowattstunde und dann kommen ja die ganzen Umlagen und Steuern noch oben drauf. Das erklärt dann auch, wieso die Kosten an den Ladestationen für Elektroautos auch im Moment so hoch sind, weil nämlich zu den Spitzenzeiten dann auch die Anbieter massiv draufzahlen müssen. Also wenn der Ladepark so frequentiert wird wie gestern, Nino, dann würde ich plädieren und versuchen, den Betreiber davon zu überzeugen, auch nach EPEX-Preisen die Strompreistarife an den Ladesäulen anzubieten. Dann würden ich habe schon gehört, gestern waren wir doch so kurz vorm Licht aus, ne? Habe ich gehört, dass da irgendwie knapp 3 Megawatt Leistung geflossen sind, als der komplette Ladepark geflutet wurde mit um die 150 Elektroautos bei dem Tesla Lichtshow oder Lightshow Flashmob. Ich stelle fest, das Licht ist nicht ausgegangen. Ist nicht ausgegangen, oder? Nee, es ist nicht ausgegangen, aber ich glaube, wir haben wir gut gemanagt. Ja, aber das hat ja mit den Preisen überhaupt nichts zu tun. Das ist ja Physik und welche Leistungen wir dort gemanagt haben für den Ladepark, hat ja alles gut funktioniert. Was wir aber jetzt, wäre das an einem Tag gewesen mit Sonnenlicht, dann hätten wir natürlich deutlich weniger Leistung eingekauft. Dann wäre die PV-Anlage mehr zum Tragen gekommen. Und vielleicht hätten uns auch PV-Anlagen aus der Nachbarschaft geholfen, wenn man die zusammenschalten könnte. Und das ist genau diese Challenge, die mich antreibt, da viel mehr möglich zu machen, auch wenn das in Deutschland bisher nicht so in den Köpfen oder auch nicht gewollt wird, weil jeder Netzbetreiber ist dem anderen Spinnefeind und macht es anders. Wir müssen zu anderen einfach Management und Schaltung und Verrechnung von Energie kommen. Und das ist auch ein Motor dafür, wenn derjenige, der eine Photovoltaik auf sein Haus baut, auch dem Nachbarn Strom geben kann. Und das ist das, was wir tun und verrechnen, ohne daran zu verdienen. Wir binden eigentlich nur die Kunden an dieses System an. Und das ist für mich wirklich das treibt mich an, das in die Köpfe zu kommunizieren, damit endlich die Deutschen mal verstehen, wie beim Sprit und wie bei allem, dass Leistungen nicht über 12 oder 24 Monate zum gleichen Preis funktionieren kann. Ich nenne da immer mein Beispiel und das nenne ich jetzt hier auch nochmal für die Zuschauer. Niemand von uns geht zu seiner Tankstelle noch mit seinem alten Verbrenner und lässt sich einen Jahrespreis Sprit geben. Der läge wahrscheinlich jetzt, wenn so ein Diesel 1,60 kostet, legt er wahrscheinlich bei 2,50 oder 3 Euro. Weil niemand die Risiken aufnehmen würde als Lieferant. Und insofern, so kaufen wir aber Strom ein. Wir sollten uns davon lösen und auch erkennen, dass Energie nicht zu gleichen Preisen immer vorhanden ist. Und das ist auch in Zukunft noch extremer. Wir werden noch höhere Preise kriegen in der Amplitude eigentlich. Da bin ich sicher, aber wir werden im Durchschnitt nicht gewaltig weit wegliegen von dem Jahresdurchschnitt. Denn das sieht man besonders jetzt im Sommer,
Da fordere ich alle auf, mal sich die Preise anzusehen, wenn wir im März, April die PV-Leistung wieder an den Markt bekommen und die wieder eine Rolle spielt, eine deutlich größere als jetzt, dass dann die Preise wieder in den Keller gehen. Ich hatte da auch noch eine Frage zu, und zwar haben wir jetzt ein paar Preise schon gesehen und du sagtest gerade, die Amplitude ist eigentlich jetzt schon höher und wird vielleicht auch noch steigen. Wir haben in den Köpfen drin, dass der Preis dann ja, stabil bleibt übers Jahr gesehen. Was brauche ich denn als Privatperson für Voraussetzungen, um genau das so einem Tarif nutzen zu können? Brauche ich den Speicher dafür oder brauche ich ein Elektroauto dafür? Um auch die Abnehmer zu haben. Ist das nicht das Gleiche? Speicher und Elektroauto? Ja. Andere Form. Nein, also das Einzige, was wir benötigen, um einen Kunden an die Börse anzubinden, an diese Stundenpreise, ist ein digitaler Zähler, der sogenannte IMSIS, intelligentes Messsystem, der uns alle 15 Minuten den Leistungswert, egal in welche Richtung, liefert. Ob beliefert wird der Kunde oder seine PV-Anlage uns liefert. Wir müssen den 15 Minuten Werten abrechnen. Und der muss verbaut werden und den verbauen wir, bevor wir mit dem Tarif beginnen können, den Kunden so zu versorgen. Genau, aber lohnt sich das dann schon, wenn ich jetzt nur meine Waschmaschine einschalten kann? Oder brauche ich noch was, was ein bisschen mehr Strom aufnehmen kann? Ja, die Frage war ja eigentlich, gut, die Waschmaschine, das geht schon los mit der eigenen Programmierung, ja. Also ich muss nicht die Waschmaschine abends um 19 Uhr, wenn ich gegessen habe, einschalten oder die Spülmaschine. Ich kann das vielleicht tun, wenn ich ins Bett gehe. Oder wenn ich morgens das Haus verlasse, so machen wir das zum Beispiel, dass wir die Zeit versetzt einfach in Betrieb nehmen. Wir kommen sowieso erst mittags wieder und dann mittags sind immer die Täler im Preis. Dann steht die Sonne oben und die Peaks sind weg von morgens und abends und wir schalten die Waschmaschine ein und sagen ja einfach, sei du um 14 Uhr fertig, wenn wir nach Hause kommen, dann können wir die Wäsche auch rausräumen. Also so geht es, ist eigentlich ganz einfach und der Speicher ist natürlich das Thema überhaupt. Denn der Speicher, und dann geht es wieder Richtung digitale Steuerung, der Speicher muss eigentlich wissen, wie sind die Preise am Vortag und wie verhältst du dich Nutzer am nächsten Tag. Also wir liefern ja die Preise, was heißt wir, die Bundesnetzagentur, um 14 Uhr sind die da, die 15-Minuten-Werte, wir kommunizieren die über die Internetseite und auch über eine API-Schnittstelle kann man die nutzen für seine Technik und sagen seiner Wallbox so, wenn das Auto dranhängt, bitte, lade erst in den und den Stunden, weil wir am für den kommenden Tag die Preise ja wissen. Und dann kann ich die Spitzenzeiten umgehen und die geringen Preise nutzen. Das heißt eigentlich, ich nutze das Überangebot von Energie am Markt. Und das soll in unsere Köpfe. Geht nicht nur um den Preis. Der Durchschnittspreis ist diese Art des Einkaufs, wenn man das ganze Jahr betrachtet, immer günstiger, weil wir keine Risiko und keine Versicherungsgarantien für irgendwelche Preise mit einkalkulieren müssen. Das fehlt uns. Okay, das heißt aber dann, ich kann, wenn ich diesen smarten oder digitalen Stromzähler habe, wie muss ich mir das denn jetzt praktisch vorstellen? Der Bernd hat mir jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut oder aber der Martin natürlich und jetzt sage ich, okay, einspeisen für, ich weiß nicht, wo liegen wir, 8 Cent oder so, ist irgendwie blöd. Ich habe gehört, man kann auch 20 bekommen, je nach Tageszeit. Wie geht das denn praktisch? Also mache ich mit dir einen Vertrag und du kümmerst dich darum, dass mein Strom irgendjemand bekommt oder wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also man schließt einen Vertrag bei uns übers Internet ab, Stromliefervertrag. Der läuft nur einen Monat. Wir machen konsequenterweise keine langen Verträge. Und dann wird, wenn die Halbleiter demnächst wieder besser geliefert werden, dann können wir auch schneller die Zähler liefern. Da ist ein bisschen der Flaschenhals zurzeit. Wir sagen eigentlich 40 Tage ist der Zähler drin. Und wenn der Zähler drin ist, dann ist es uns eigentlich egal, ob dieser Kunde von uns den Strom bekommt in 15 Minuten Werten oder auch uns liefert. Wir fragen den Kunden, wenn er eine Eigenerzeugungsanlage hat, und das ist ja nun mal Thema heute Abend hier, was willst du mit dem Strom machen? Willst du den uns verkaufen? Dann siehst du die Preise jeden Tag. Die vergüten wir dir genauso, als wenn wir dir den Strom liefern. So bezahlen wir ihnen den Strom. Das ist einfach Zwei-Wege-Prinzip quasi. Ja, das ist ganz einfach. Preise sind klar, wir handeln nicht, wir sind keine Händler, sondern wir nehmen die Börsenpreise in jede Richtung. Oder wir fragen den Kunden, willst du das deinem Nachbarn verkaufen? Dann sieh zu, dass der auch einen Zähler von uns kriegt, dann verrechnen wir. Du speist ein, du machst einen Preis mit deinem Nachbarn aus und sagst, ja, du kriegst meinen Strom für 15 Cent. Dann sagt der Nachbar, okay, den nehme ich und dann vergüten wir.
weil wir in 15 Minuten werden genau den Strom berechnen können und wir haben den zweiten Zähler des Nachbarn oder der Eigentümer, das ist die dritte Variante, sagt, ich habe noch ein Autohaus oder mein Büro irgendwo in der Stadt und das machen wir bundesweit in unserem Bilanzkreis. Verrechne mir bitte den Strom, den ich sonst eingespeist hätte, nach EEG vergütet. Verrechne den bitte an meiner zweiten Lieferstelle, meinem Büro oder meinem Sohn, der irgendwo studiert. Das heißt, Moment mal, das heißt, ich könnte jetzt mit dem Roland Schüren einen Vertrag machen, dass er von meinem Dach für den Seat and Greet Ladepark Strom kaufen kann. Ja, das könnte ich theoretisch machen. Ja, praktisch auch. Das heißt, da muss ich mit ihm mal verhandeln. Das werde ich mit ihm verhandeln. Mal gucken, ob er mehr zahlt als meine Einspeisevergütung. Ja, aber das ist ganz einfach. Dann bekommst du einen Zähler von uns. Wir wissen genau, zu welchem Zeitpunkt du in den 15 Minuten Werten Leistung einspeist. Und die ziehen wir dann im Prinzip in unserer Berechnung dem Roland Schüren ab. Und er kriegt eine zweite Rechnung. Und das ist dann dein Strom pro Monat. Das wird monatlich abgerechnet. Und wir nehmen es natürlich entgegen und ganz wichtig ist, wir sind kein Speicher, es geht nur zeitgleich, also nicht versetzt. Und da kommt natürlich der Speicher ins Spiel und das ist ja das, was auch Roland Schür mit dem Ladepark macht. Er hat einen großen Speicher und den Speicher kann man ja sagen, am kommenden Tag sind die Preise so und so. Dass wir machen dann einen Fahrplan und mit dem Fahrplan versucht man eben allem gerecht zu werden. Eben der Nachfrage, der Eigenproduktion und den Preisen im Netz. Und ich glaube, je stärker, oder ich bin mir sicher, da die Preise weiterhin, je mehr regenerative Energie ins Netz kommt und wir abhängig sind nur noch zu Zeiten, wenn kein Wind, keine Sonne weht, wollen wir jetzt nicht von Biomasse reden oder Biogas, dass wir dann noch stärker schwankende Preise bekommen werden in Zukunft. Ganz klar. Und dann nutzt sich der Speicher erst richtig, weil dann lade ich zu den niedrigen Zeiten und umgehe die hohen. Und ich weiß es immer einen Tag im Voraus. Das heißt, wir kommunizieren das und das ist eine digitale Aufgabe, da kommt KI und das ist eine Zukunft, die wird spannend, ja. Aber da kann man natürlich auch was fürs Klima tun, weil man einfach den Überhang nutzt und wenn es eng wird mit Energie, selbst sich versorgt. Und da muss die Reise hingehen. Ja, okay. Wie soll ich sagen? Roland hat mich hier aufgefordert im Chat, das habe ich hier nebenbei gesehen, dass ich zu wenig liefere. Ich muss den Garten noch vollpacken, da muss ich mal drüber nachdenken. Da kann mir dann vielleicht wieder Martin oder Bernd helfen. Martin, du hast aber noch eine andere Idee, wie man Strom, ich sag mal, um die Ecke verklappen kann, um das mal so zu formulieren. Was kann man denn noch machen, wenn man das nicht so auf die Art und Weise machen will wie der Gregor? Gregors System ist sehr inspirierend. Es bietet so viele Möglichkeiten, je mehr man darüber nachdenkt. Aber du hast dir doch Gedanken gemacht, was man so in Quartieren vielleicht machen könnte, ne? Dass man sagt, ja, wir kommen weg, das hat Gregor ja auch gefordert, weg von mein Haus, mein Garten, mein Dach. Ja, genau. Also die Variante ist, also wenn sich ein Haushalt autark, die Anfragen bekommen wir jeden Tag, also wir möchten autark sein, wir möchten möglichst viel der Energie selbst erzeugen, die wir brauchen. Je größer die Anlagen werden, umso mehr PV-Anlagen man zusammenlegt, umso mehr Verbraucher, umso geringer wird für den Einzelnen die Investition bei gleichem oder größerem Vorteil insgesamt. Umso mehr in ein Boot kommen, sehr, sehr fantastisch, umso geringer wird die Investition pro Haushalt, pro Person. Mit Gregors Sache kann jetzt plötzlich ein Mieter sich beteiligen an der PV-Anlage auf der Schule. Oder es wird eine PV-Anlage auf der Schule gebaut und das wird halt mit in diese Community eingespeist und der Mieter kann daran partizipieren, weil er sich auch diesen Zähler nimmt. Plötzlich kriegt Strom ein Gesicht. Man sieht den Preis. Jeder sieht, Angebot und Nachfrage, dann haben wir wohl gerade sehr viel Strom im Netz. Es muss nicht extra ein Kraftwerk anspringen, wenn ich nachts von 2:30 bis 5 das Auto lade. Es gibt den Windstrom dann. Wir haben es jetzt heute wieder so eingestellt. Es ist super, dass das so visualisiert wird. Und jetzt weiß dann auch jeder, ja gut, dann mache ich jetzt mein Dach wirklich voll, weil ich kriege ja dann auch mehr oder beziehungsweise ich sehe dann auch direkt, welchen Vorteil dieser Strom hat, dass ich aktiv Kohlestrom verdränge oder so etwas oder substituiere. Sehr, sehr gut, dass das endlich mal im Internet leicht zugänglich gezeigt wird. Klasse. Es braucht nicht mehr jeder seine PV-Anlage auf dem Dach. Ich kann auch 2, 3 bauen in einer Siedlung und jeder profitiert davon. Warum soll jeder eine Wallbox haben,
die nicht genutzt wird. Und jede Leistung ist auf dieses Haus beschränkt. Ich weiß, dass der Nino seine Heizung liebt in seinem Haus und keine mit dem Nachbarn teilen wollte. Ja. Aber wir können uns das nicht mehr leisten, so zu denken. Das muss ich mal ganz klar sagen. Okay, Haben wir einfache technische Möglichkeiten, Mieterstrommodelle umzusetzen. Wir müssen nicht die Wandlermessung im Mehrfamilienhaus und dahinter die Unterzählungen. Ach, jetzt müssen wir wieder umverdrahten, der geht raus, weil der will bei Yellow seinen Strom haben und nicht mehr bei uns. Ja, kann das er ja auch. Ja, aber so müssen wir technisch nichts umbauen, sondern es wird einfach ein Zähler getauscht und dann war es das. Sehr gut. Wer sagt es denn den 950 Verteilnetzbetreibern, dass es andere Varianten gibt? Jeden Tag aufs Neue. Das ist eine Katastrophe. Das ist einfach, was wir da kommunizieren müssen, bei jedem Projekt von vorne. Mhm. Ja. Das ist ein Krebs für mich. Ernst, du hast das ja auch schon erkannt. Deswegen hast du den Bundesverband Innovative Handwerker für erneuerbare Energien begründet. Du bist da der erste Vorsitzende. Hier merkt man ja schon, dass durch Kommunikation und durch Netzwerken und die Leute zusammenbringen, was Cooles entstehen kann. Ist das genau das, was hier gerade so passiert, wenn wir so sprechen, was du dir erhoffst, mit dem Verband alle an einen Tisch zu bringen, um dann diese große Herausforderung bewältigen zu können? Ja, also das, was Gregor macht, ist natürlich dann nachher noch eine Waffe, ne? Also im Moment, ich merke das ja. Was ist eine Atombombe in den Strommarkt? die Menschen, die wollen ja immer unabhängiger leben und nachhaltiger. Die E-Mobilität schiebt da eine Nachfragewelle vor sich her. Bald ein E-Auto auf dem Hof haben, muss auch PV da sein oder in Kürze. Und wir ballern da jetzt aber nicht einfach drauf los und sagen, so, jetzt PV-Anlage rauf und tschüss, sondern wir sehen immer das Gesamtkonzept, also ein Haus mit Zukunft. Und da ist ja PV, Wärmepumpe, ich sag mal, ist ein Haus, was 15 Jahre plus ist. Die meisten haben noch eine Gastherme da drinnen hängen. Und da macht das Sinn, das mit abzufragen, weil es ja nun mal Fördermöglichkeiten gibt dazu. Wenn man jetzt seit letztes Jahr 1.7. ist es so, du hast ein Haus, was älter als 5 Jahre ist. Seit dem 1.7. ist dein Haus, was älter als 5 Jahre ist, ein altes Haus. Und wenn du, da macht das ja keinen Sinn, die Gastherme rauszureißen. Aber ich sag mal, 15, 20 Jahre altes Haus. Liebe Leute wollen Photovoltaik haben und da macht das Sinn, dass die, ich sag mal, Verbandsmitglieder, die wir da jetzt haben und schulen, dass der Heizungsbauer, wenn ein Heizungsbauer jetzt gefragt wird, ich möchte gerne nachhaltiger leben und PV haben und die Gastherme ist sowieso kaputt, dass der Heizungsbauer sagt, alles klar, Wärmepumpe. Und dass der Heizungsbauer dann auch diese Infos hat, das wissen aber nicht alle Handwerker, dass es diese Fördermöglichkeiten gibt, dass man in dem Moment, wenn man die Wärmepumpe dann daran baut, PV und Speicher mit gefördert kriegt, bis 50%. So. Ja, und dass die Handwerker, den wollen wir eben halt beibringen, je nachdem, wer zuerst gefragt wird, dass der ob das ein Elektriker ist, ein Dachdecker, Zimmermann oder der Heizungsbauer, dass der den Kunden insgesamt, dass das ein Haus mit Zukunft wird. Und da ist jetzt Gregor sein Werkzeug, ein gutes Mittel, das noch, ich sag mal, zu perfektionieren letztendlich. Ich sag mal, Gemeinden oder wenn das nachher bei Architekten ankommt, die jetzt, ich sag mal, Neubaugebiete, Neubauten wird ja die Förderung zurückgehen in die nächsten Jahre. Oder das 40-Plus-Haus wird zum Standard. Und ja, du sprichst immer von der PV-Pflicht, die es jetzt neuerdings gibt. Ne? Das müsste ja eigentlich Gregor zugutekommen, der fordert, wir müssen alle Dächer vollknallen. Ja, es geht ja in diese Richtung. Also PV-Pflicht wird offiziell ja auch kommen und auf Neubauten auch, ich denke, auch in der Sanierung. Aber will ja sowieso jeder Kunde. Also die Kunden sind ja schon weiter wie die Handwerker. Ne? Die Gesetze werden ja nur für die Uneinsichtigen gemacht. Also die anderen bauen sich ja PV-Anlagen. Ja,
Also ich meine, es muss viel mehr kommuniziert werden. Ich meine, wir reden jetzt auch, ich habe ja auch hier irgendwie 10 Minuten versucht, das System zu erklären. Also man kann alles technisch umsetzen und es macht auch eine Freude, mit IT-Lern zusammenzuarbeiten, etwas zu bauen, was gut funktioniert. Es muss nur in die Köpfe. Ich habe ein kommunikatives Problem für dieses Produkt. Ich habe wirklich ein Problem, das zu kommunizieren. Und wir werden jetzt auch in diesem Jahr in die Werbung damit gehen und in die ganzen Social Medias, um das zu erklären. Aber das ist eigentlich noch nicht meine persönliche Baustelle. Deswegen bin ich da jetzt vielleicht nicht der richtige Mann für. Aber wir müssen einfach Alternativen denken und wir müssen viel mehr kommunikativ, also gemeinschaftlich denken. Wir müssen das Mieterstrommodell in Siedlungen bringen, in kleine Dörfer, in Städte. Wir müssen das deutsche Netz entlasten, damit wir nicht wieder 10 Jahre, 20 Jahre warten müssen, bis Kabel verlegt werden. Wir müssen vor Ort möglichst sehen, dass wir unseren Salat im Garten wachsen lassen und die Energie des Daches nutzen und bloß keine Argumente, sieht nicht gut aus. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten und ganz wesentlich, es muss in die Schulen, es muss in die Köpfe der Menschen. Ich verstehe nicht, warum Energie nicht dieses Denken in die Grundschulen kommt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir sind elementar davon abhängig. Es gibt bald kein Gas mehr zum Verheizen und kein Öl. Und wir müssen andere Wege gehen und das muss in die Jugend rein, die betrifft es doch primär. Und da muss sehr, sehr viel in der Bildung, in der Kommunikation gemacht werden. Und ich muss auch sagen, wenn ich von 10 Elektrikern anspreche, die irgendwo eine Hauselektrik machen und sage, da oben kommt eine PV-Anlage, die Solateure sind zu knapp, wir kriegen keinen, mach du doch bitte die Verschaltung. Da sagt er, habe ich nichts mit zu tun, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Elektriker, genauso wie Dachdecker sagen, natürlich rühmliche Ausnahmen, die sitzen ja auch hier, die sagen, mit PV habe ich nichts zu tun, das ist Elektriker-Sache, der soll doch da oben, ich mache mal eine Ziegel. Und solange wir so noch denken, da wird sich gar nichts bewegen und es muss einfach an anderen Punkten angesetzt werden, was Ausbildung betrifft und wir müssen endlich die Bürokratie abschaffen. Also da muss eine ganz große Nummer, ich hatte da die, oder habe immer noch die große Hoffnung, und die größte war, hatte ich eigentlich gehofft, dass Roland Schürn in die Politik geht. Vielleicht hätte was bewegt. Ja, aber das ist eine persönliche Sache. Verloren. Da muss einfach jemand, der es verstanden hat, auch viel mehr bewegen in der Politik. Der Habeck ist natürlich so einer, aber ja, die Hoffnung stirbt. Wir haben übrigens noch zum Thema PV einige Fragen im Chat, höre ich, und wollte nochmal zum Lars schalten. David. Ich fange mal an mit zwei Anfängerfragen vielleicht. Zum einen, was mache ich, wenn Schnee auf der PV-Anlage liegt, also auf den Panels liegt? Und inwiefern sind diese Panels, wenn sie dann nach einigen Jahren vielleicht kaputt gehen sollten, zu neuen kompatibel? Also kann ich die einfach austauschen? Ich würde sagen, Martin ist da der Beste. Ja, also wenn Schnee auf dem Modul liegt, ja, kommt kein Licht drauf, wird kein Strom produziert. Okay, in dem Augenblick, wo das Modul aber eben so ein bisschen Licht wieder kriegt, so an der oberen Kante vielleicht, dann fließt da auch Strom, dann taut es langsam ab. Die 3-4 Tage, wo da mal Schnee drauf liegt, lasst den Schnee ruhig drauf, bevor ich aus dem Fenster beugt und irgendwelche Risiken eingeht. In der Regel lohnt es sich nicht, den Schnee zu entfernen, jetzt mal ganz pauschal. In Innenstädten sollte man vielleicht kontrolliert abtauen oder sowas. Ja, wenn plötzlich eine Schneelawine runterkommt, wäre es doof. Aber grundsätzlich auf dem Einfamilienhaus in der Siedlung, wenn es gefährlich ist, lass den Schnee drauf. Zweite Frage, PV-Module sind kein Sondermüll. Außer von First Solar, diese Cadmium-Tellurid. Die normalen monokristallinen Module wickelt man in, sozusagen in Frischhaltefolie ein und gibt sie bei der Deponie ab. Oder wir machen das für einen kleinen Aufwand. Dazu. Es ist kein Sondermüll. Es gibt PV-Cycle, es gibt Recyclingunternehmen, die arbeiten auch. Und Module halten länger, als man denkt. Wenn man das Fraunhofer-Institut fragt, sagen die, wir wissen nicht genau, wie lange Module halten. Unsere sind seit 40 Jahren auf dem Dach und tun es immer noch. Die Branche geht von 30, 35 Jahren aus, dass so ein Modul hält. Und bis dahin hat es wieder 50% mehr Leistung auf der Fläche und da kann es auch getauscht werden. Bevor der Lars zur nächsten Frage geht, Bernd, gibt es nicht PV-Module, die auch heizen können?
dass man sagt, okay, da ist eine kleine Heizung drin, da investiere ich 3 Kilowattstunden, dass das mal eben so gerade über 0 Grad geheizt wird und dann taut der Schnee runter und ich habe den ganzen Tag gewonnen oder ich sprühe vielleicht sogar mit warmem Wasser das Dach ab. Nein. Geht das? Also ich kenne die nicht, aber du meinst wahrscheinlich Solarthermie, die kann man ja umdrehen, bei der Heizung einstellen, dass der da den Schnee runterklaut. Ja, bei PV-Modulen geht das nicht. Doch. Wüsste ich jetzt nicht. Martin sagt ja, okay. Also, ja, es gibt, also doch, es geht, nur die meisten Modulhersteller, soweit ich weiß, möchten das nicht. Also es gibt zur Wartung einer Anlage kann man eine sogenannte Elektrolumineszenzmessung machen und dafür wird Strom ins Modul gejagt, so 1 Ampere und so etwas und man sieht dann, wo der Strom im Modul läuft und sieht Zellbrüche und dergleichen. Und dies, das kann man auch nutzen, um etwas Strom durchs Modul fließen zu lassen und dann taut es automatisch ab. Ja. Wasser? Nein, das ist ja ein PVT-Modul. Und bitte, in Arabien hat es mal geschneit. Da haben dann die Araber, die es nicht gewohnt waren, haben mit warmem Wasser ihre Auffahrt dann freigesprüht. Haben sich dann gewundert, warum sie am nächsten Morgen auf die Nase gefallen sind. Nein, mach das bitte nicht. Okay, dringender Aufruf vom Solateur. Ja, Lars, ich möchte sonst eben noch mal was sagen. Ach so, ja. Gregor hatte eben ja das mit der Politik. Ich sag mal, vorgestern hatte ich den Gemeinderat hier von unserem Dorf oder Gemeinde eben halt und habe die einen kleinen Vortrag gehalten zu dem, was wir hier jetzt machen und was da gerade los ist. Da sind die meisten ja gar nicht im Thema und dann haben sie irgendwann gefragt, Mensch, der eine sagte, wäre das nicht gut, wenn wir auf unserem Gebäuden von der Gemeinde, Samtgemeinde auch Photovoltaik und so machen würden? Ach ja, das wäre schon eine gute Sache. Und dann habe ich auch von den Abrechnungsmöglichkeiten gesagt. Und das ist auch, die Gemeinden haben ja auch eine Vorbildfunktion. Irgendwo. Das ist sogar niedergeschrieben, wenn man den Energieberater die Ausbildung macht, dann liest man das auch, dass das sogar geschrieben steht in Gesetzen, dass Gemeinden da Vorbildfunktionen haben dazu. Und wir von unserem Verband, ich sag mal, die Politik ist ja so ein zähes Kaugummi und ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich hier in der Politik aktiv werden will, aber das ist alles nichts für mich. Wir packen das jetzt einfach selber an, ohne die Politik, ohne die Handwerkskammer, ohne Innung. Gut, wenn die nochmal auf uns zukommen, ist das ja gut, aber wir gehen jetzt direkt über den Verband an die Handwerksmeister in dem Bereich und das ist der kürzeste Weg einfach. Ne? Wenn dann nachher noch auf uns jemand aufmerksam wird aus dem Bereich, dass wir da ein bisschen, also wenn die Handwerkskammern da untereinander sprechen, da kann man jetzt nicht drauf warten, dass da welche aktiv werden. Ne? Machen statt reden, finde ich super. Wir müssen die Sektorenkopplung im Handwerk da zusammenkriegen und da denke ich mal, dass wir die nächsten 1-2 Jahre schon dann bundesweit Handwerker zusammenkriegen, die wir da auch in dem Bereich schulen und dass da Gas gegeben wird. Ne? Sehr gut. Ich denke aber auch, dass wir alle eine Vorbildfunktion haben. Ich bin mir sicher, wenn ich eine Photovoltaik auf mein Dach bauen würde, hätte ich Gespräche mit den Nachbarn darüber. Ganz sicher. Ich sage auch oft, man ist ja nicht nur für das verantwortlich, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Und kann ja, also wenn man jetzt, so wie ich jetzt Wissen habe, ich habe mich da reingesteigert in die ganze Geschichte, das ging ja mit E-Mobilität los vor 4-5 Jahren. Und wir sind nun mal Handwerker, wir haben die Leute, die auf dem Dach zu Hause sind, Werkzeuge, Gerüst und so weiter, denn deshalb machen wir das jetzt mit. Wir packen das einfach mit an und wollen jetzt eben halt die anderen Handwerker da motivieren, da mitzugehen. Ne? Die sowieso schon auf dem Dach sitzen mit dem Hintern. Ja, sehr gute Sache. Lars, dann machen wir doch mit dem Chat mal weiter. Was gab es noch für Fragen oder Kommentare? Ja, mal ein ganz spannendes, etwas anderes Thema. Was haltet ihr denn von den bidirektionalen Plänen von VW jetzt mit Wallbox, Stromverkauf und so weiter? Ist das nicht auch eine interessante Idee und ist das nicht auch ein Türöffner für weitere, wie zum Beispiel Tesla, weil die ja ähnliches, also jetzt nicht mit bidirektional, aber in England ja auch schon weiter sind mit Stromverkauf? Wer hat da eine gute Meinung?
gar nicht so ein Thema, muss ich sagen. Also, okay. Gute Sache. Also grundsätzlich eine hervorragende Lösung. Das muss eigentlich auch kommen, aber man kann nur sagen, keep it simple. Und ich glaube nicht, ich traue das den Deutschen nicht zu, dass wir das hinkriegen in einfacher Art und Weise. Weil wir ja 950 Netzbetreiber haben. Jeder wird es anders sehen. Ja. Also ich hoffe, dass... Ich will da nicht nerven mit, aber das ist wirklich ein zentraler Punkt, dass wir sehr, sehr gehindert werden, das umzusetzen, was wir gerne wollen. Eine Woche Schnee spielt da keine Rolle, wenn, und ist auch kein Argument, die anderen 50 Wochen keinen Strom zu produzieren. Also wir neigen alle ein bisschen dazu, das zu zerreden an Punkten, woran ich nicht woran wir scheitern. Wir scheitern an den Dingen, die ich wirklich versuche, klar so zu äußern, weil das haben wir alltäglich, das Problem, immer wieder. Ja, Martin, wolltest du noch was ergänzen? Ja, die Bürokratie der Netzbetreiber, die der Gregor anspricht, ist nicht zu unterschätzen. Ja, wir haben es aber auch oft geschafft, in Netzgebieten ein Netzkonzept durchzusetzen, das vorher dort noch nicht genutzt wurde, dass die sogar ihre Software umstellen mussten. Das hat ein paar Monate gedauert, aber wir haben es hingekriegt. Muss man halt dann dranbleiben. Und dann hat wieder einer von den 950 es geschafft, in die Neuzeit einzutreten. Es ist eine Aufgabe, ja, aber im Augenblick gibt es ja noch kein Verbot, ein Auto zu entladen ins eigene Hausnetz zum Beispiel. Ja, ich bin gespannt, ob VW da, weil das war ja so ein bisschen der Aufhänger jetzt hier bei der Frage, als größter Autobauer der Welt und dann auch noch als deutscher Autobauer da vielleicht auch ein bisschen Lobbyarbeit spielen lassen kann. Damit kennen Sie sich ja aus. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Ja, glücklicherweise. Ja, eine Batterie, für die Netzbetreiber ist eine Batterie eine Eigenerzeugungsanlage. Ja. Und der Strom, der von der eigenen PV ins Auto fließt und wieder zurückfließt, ist ja wieder eine Produktion. Und ich möchte da nicht jetzt juristisch werden, da gibt es einiges zu klären. Und das müsste, also die Wirtschaft hat doch und auch die Juristen der Energiewirtschaft haben eigentlich diese Grundlagen zu klären und zu ermöglichen. Technisch kriegen wir das alles in den Griff, das ist überhaupt nicht das Thema. Wir müssen es nur, und ich möchte nur mal was zu meinem Leib- und Wagen-Thema der Netzbetreiber sagen. Natürlich gibt es sehr gute dabei, Martin, das stimmt schon. Aber das ist wie in jeder Klasse. Es gibt die immer mit 5 abschneiden und die mit 1 abschneiden. Ja? Und wir haben bei den 950 gute, wir haben aber auch miserable. Und die Bundesnetzagentur legt immer wieder neue Konzepte auf. Wir kriegen jetzt wieder ein neues Energiewirtschaftsgesetz zum 1.3. Wenn Sie das lesen, alle hier, kann ich nur applaudieren, weil es in die richtige Richtung gedacht ist. Aber ich sage mir, die letzten 2, 3 Novellierungen haben ja ein Drittel der Netzbetreiber heute noch nicht umgesetzt. Das klappt so auseinander, dass man eben mit Prozessen wie jetzt Redispatch, was da alles kommt, die ganze Software ist noch nicht bis hinten durch. Das ist nun mal immer so. Ich meine, ich will nicht sagen, dass sie noch mit einer Schreibmaschine schreiben, aber wenn wir ein bundesweites Energiekonzept machen wollen und mit voneinander profitieren wollen, dann brauchen wir eine Plattform, die funktioniert. Die haben wir nicht. Das Digitalisierungsproblem ist auch in der Energiewirtschaft ein Riesenproblem. Das bringt nichts, wenn ich jemanden anmelden will in irgendwo, ich will jetzt nichts nennen, weil er da verrechnen will, seine PV-Leistung, die er irgendwo im Norden macht. Es geht nicht, weil der Netzbetreiber kann die einfachsten Prozesse nicht umsetzen. Und wenn man dann sagt, Entschuldigung, aber Sie müssen doch, dann sagt er, ja, das weiß ich, aber ich kann nicht. Oder? Ja. Da hat der Habeck eine große Aufgabe vor sich. Was Riesenaufgabe, ja. Okay. Das sieht sehr spannend aus. Lars, was gibt's noch? Ja, glaubt ihr denn, oder wie glaubt ihr, wird sich die Einspeisevergütung verändern? Wird sie komplett abgeschafft? Wird sie angehoben werden? Was wird sich da tun? Abgeschafft. Nein, abgeschafft glaube ich nicht. Abgeschafft. Rechnet sich auch ohne. Aber lass den Markt alleine laufen und gib die Möglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass die Anschubfinanzierung durch das EEG war riesig, war auch gut, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass das im nächsten Jahr noch eine Rolle spielt. Das heißt, die Leute müssen dann mehr zu dir gehen, Gregor. Heißt das dann, wenn die Endverbraucher auch mit Strom handeln, dass sie ein Gewerbe anmelden müssen? Nee, müssen nicht. So wie wir das machen, muss das keiner. Ja, ich nehme den Strom entgegen als Unternehmen.
Und da kann mir ja mein Kunde, der mir mich beliefert, sagen, kann er ja sagen, wo er es hinhaben will. Dann verkaufe ich ihm das wieder. Das ist eine reine bilanzielle, juristische Sache. Also, und ich möchte auch hier Werbung natürlich für mein System machen, aber einfach nur, damit es auch viele andere noch machen. Also da bin ich zu alt zu, um da noch ein Leben lang von zu leben. Also es muss sich da was tun. Es müssen viel mehr, und es steht doch auch in der Abhandlung der neuen Koalition steht ja drin, dass dynamische Preise ins Netz müssen. Genau das. Wir müssen es so nutzen, wie wir das machen. Wir müssen weg von diesem statischen Vollkasko-deutschen Denken. Das muss weg. Und das geht nicht einfach in die Köpfe. Das ist mir schon klar. Ich meine, wenn solange noch die Mehrzahl aller Kunden, die heute über so alt sind wie ich, noch sagen, naja, ich habe Angst, von meinem Stadtwerk wegzugehen, sonst habe ich keinen Strom mehr. Solange noch so gedacht wird, wollen wir mit digitaler Technik ins neue Zeitalter. Das wird auch eine Generation brauchen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir uns überhaupt nicht auf den Weg machen. Wir reden da viel drüber hier und alle haben Verständnis, weil wir auch Insider sind. Aber wie kriegen wir das? Wie können wir dem normalen Nutzer Mut machen? Die PV-Anlage soll nicht durch uns sein. Wir können das nur machen, mit dem Nachbarn zu teilen. Warum nicht? Und die Wallbox genauso. Okay. Es muss nicht jeder Vorgarten hinter jedem Zaun eine Wallbox haben. Das stimmt, da ist was dran. Das ist jetzt ein bisschen noch ein anderes Themenfeld. Letztendlich, weil das natürlich auch soziale Aspekte und rechtliche Aspekte und Abhängigkeiten, ich verkaufe mein Gebäude und so, und dann habe ich da plötzlich eine Abhängigkeit. Also es sind viele Themen, die da geregelt werden müssen. Lars, was gibt's denn noch aus dem Chat? Wir wollen ja möglichst alle zu Wort kommen lassen. Ja, alle schaffen wir nicht mehr, aber vielleicht mal was Spannendes, weil jetzt gerade Gebäude und Generationen. Bernd, hast du eine Idee, ob irgendwas in Planung ist, den Denkmalschutz dahingehend anzupassen, dass man auch auf denkmalgeschützte Gebäude PV packen kann? Weil im Moment ist das nicht möglich. Doch, das ist möglich. Oh. Ich weiß von einem System, ein Dach integrierte, also eine reine Innendachanlage, dass die auf denkmalgeschützten Gebäuden, auf Kirchen schon. Im Osten gibt es Kirchen, da sind die drauf. Ja. Dann war der Kollege im Chat anscheinend noch etwas veraltet mit seiner Info. Das ist natürlich super. Die Kommunen entscheiden, also das Denkmalamt in der Kommune entscheidet letztendlich oder hat die Entscheidungsgewalt, Entscheidungsfreiheit. Der Pinkwart sagte vor ein paar Jahren in der Villa Media, Klimaschutz ist mindestens gleich Denkmalschutz zu sehen, so mindestens. Aber ist dann stehen geblieben und das Klimaquartier Arenberg ist dann noch etwas besser informiert. In der Realität sieht es leider so aus, dass es sich sehr lange hinzieht, bis sich ein Denkmalamt der Kommune endlich dazu entscheidet, eine Äußerung zu fällen. Mhm. Gruselig. Okay. Wir müssen teilweise mit 100 Meter Abstand zum Denkmal die PV-Anlage bauen. Also wenn es ein Areal gibt, wo vorne ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, aber auf dem gleichen Grundstück eine neue Halle, dann dürfen wir nicht direkt an dem Denkmal bauen, sondern wir müssen auf die nächste Halle gehen. Verrückt. Unfassbar, unfassbar. Ja. Lars, was gibt's noch? Ja, vielleicht noch eine letzte spannende Frage hier. Hier schreibt jemand, er kann leider nicht zu Hause laden und hat auch keinen Solar, weil die Wohnungsbaugesellschaft keine Firma findet, die ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Habt ihr da Tipps? Ja, wie findet man Leute? Martin, hast du ein Adressbuch? Ich höre es eher so, dass die Wohnungsbaugenossenschaft beratungsresistent ist. Nein, machen wir gerne, klar. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wenn jetzt jemand, ich habe es ja schon erwähnt, dass es hier auch bei mir in der Nachbarschaft wahnsinnig schwierig war, Firmen zu finden, mit denen man jetzt zusammenarbeiten kann. Was kann man denn in so einer Situation tun, Bernd? Also, ich weiß nicht, bei euch im Norden ist es vielleicht nicht ganz so krass, weil ihr nicht ganz so dicht besiedelt seid, wie jetzt NRW vielleicht, liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt Hilfe brauche, wohin gehe ich? Hier sind auch alle ausgelastet, bis zum geht nicht mehr. Das ist genauso wie im Süden. Deshalb
wenn ich dann mit Dachdeckern, Kollegen, Zimmerern drüber spreche, dann sagen die, was sollen wir jetzt noch machen? Wir haben sowieso genug zu tun. Dann sage ich zu denen, ihr sitzt doch schon da. Also nur zwischendurch, ich sag mal, einen Tag mit einfach PV machen. Weil das Gerüst steht, alles steht, macht das doch eben mit fertig. Ja, es ist ja, das ist ja Zukunftsmusik. Das ist das, was du erreichen willst. Aber wenn ich jetzt heute eine PV haben will, dann kann ich ja jetzt nicht meinen Dachdecker ansprechen, weil der war ja noch gar nicht bei dir zur Schulung. Ja, das ist auch hier im Norden ja so, dass die Leute sich danach sehen, nach Firmen, die überhaupt PV machen. Die suchen erstmal, die sehen das bei uns. Ich mache jetzt hier noch gar keine Werbung. Die sehen das auf den Fahrzeugen, die sind unbeschriftet. Da kann man das erahnen, dass wir Photovoltaik machen. Deshalb werden wir angesprochen. Oder die Leute kommen zu der Baustelle und halten bei den Mitarbeitern an, weil die sich danach sehen. Ich sag mal, ob das jetzt, also wir vom Verband können wir nur jetzt tätig werden und Innung- und Handwerkskammern, da müssen wir jetzt auch rangehen. Also die Firmen merken ja selber, also die Dachdecker, die hier sonst sitzen, wenn die mal auf Verschulung sind, oder die Elektriker merken es, die Nachfragen kommen ja bei allen an. Also da wird es dann beschäftigen sich die Firmen dann ja auch mal mit, oh Mensch, wieso kriege ich da so viele Photovoltaik-Anfragen? Müsste ich mich mal vielleicht mit beschäftigen. Also dieses Jahr wird da noch einiges passieren in allen Bereichen, wo wir jetzt drüber gesprochen haben. Ob das mit dem politisch, ne, mit der Technik, VW, Vehicle to Home, was wir da gesprochen haben, mit dem Ausbau. Gut, da wird sich viel tun. Es ist aber auch spannend, was wir mit der Lieferfähigkeit haben noch dieses Jahr mit den PV-Modulen. Ja, was da noch passiert. Weltmarkt da... Also die Großhändler, die haben jetzt schon 70% mehr eingekauft, als sie letztes Jahr verkauft haben. Und ich hoffe, dass das auch das Jahr durch alles lieferbar ist, wie wir uns das so vorstellen. Sonst bringt es am Ende des Tages auch nichts, wenn alle Handwerker montieren wollen, aber kein Futter mehr haben. Ja, das merken alle Branchen. Ne? Das merken alle Branchen, Autobauer und so weiter. Das ist... ein Riesenthema, was uns noch, glaube ich, Jahre begleiten wird. Also mein letzter Stand war im Wirtschaftsmagazin, habe ich es, glaube ich, irgendwo gelesen, dass man davon ausgeht, dass bis Mitte des Jahrzehnts, also 2025, es noch dauern wird, bis diese ganze Lieferthematik mal wieder da sein wird, wo sie mal war. Ne? Das ist schon krass. Ja, David, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt und du hast vor allen Dingen gelernt, dass du als Mieter auch an PV-Strom partizipieren kannst, entweder weil ich dir meinen Strom verkaufe für, sagen wir mal, sparsame 20 Cent oder so, plus Umlagen, wenn du magst. Das kann man das machen. Oder das, aber das, du baust, da müssen wir mal drüber reden, Scheune, ja. Du suchst dir einfach eine Scheune oder irgendwo was, wo du eine Garage kaufst oder mietest, ein Dach oder so, und baust da was drauf und kannst das zu Hause verbrauchen. Das haben wir heute gelernt und das finde ich super. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir die Runde hier erstmal dann beschließen. Das war sehr spannend, sehr viele Einblicke, sehr viele Anregungen. Ich glaube, jeder hat jetzt verstanden, was für wahnsinnige Herausforderungen und Baustellen auf uns zukommen. Und würde mich dann bedanken an Bernd, an Gregor und an Martin. Erstens für ihr Engagement natürlich in der Energiewende mit großartigen Ideen und Ansätzen weiter das Feld zu beackern und viele PV-Anlagen zu bauen. Und Gregor natürlich gerade bei der Vermarktung, das ist ein Wahnsinnsding. Danke, dass ihr hier beim Stream dabei wart. Und jetzt bitte nicht abschalten, liebe Zuschauer, denn es geht ja noch weiter. Wie gesagt, euch vielen Dank. Macht's gut. Wir entlassen euch jetzt hier erstmal. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ja. Gerne. Und wir kommen jetzt, liebe Zuschauer, zum letzten Programmpunkt sozusagen, nämlich den üblichen Tesla-News. Der liebe David vom Tesla-Welt-Podcast wird uns jetzt mal erzählen, was es Neues bei Tesla gibt, und Lars wird dich, glaube ich, unterstützen, wenn ich richtig weiß. Genau. Ich hoffe, ihr könnt da draußen noch. Ja, es ging ja jetzt schon eine ganze Weile, aber ich begrüße alle nochmal herzlich zu den Tesla News zusammen mit dem Lars. Lars, diese Woche wir fangen gleich mal mit den reißerischsten Themen an, würde ich sagen. Es gab nämlich Berichte, dass wieder mal
anscheinend wieder mal, hört man öfters in den Medien, Hacker sich ja Zugriff auf Tesla-Fahrzeuge verschafft haben. Hast du davon gehört? Ja, das ging durch die Presse und wurde ein bisschen höher gespielt, als es eigentlich war. Und zwar ging es darum, es gibt eine App, eine Third-Party-App, die einige User benutzen, um dort ihren Tesla zu monitoren oder zu kontrollieren. Und dort gab es die Möglichkeit, Teile dieser App frei zu sharen im Internet. Und das haben einige Leute gemacht und darüber auch ihre Zugangsdaten von ihrem Auto geshared. Also das heißt, derjenige, der das gemacht hat, hat jetzt nichts gehackt, sondern er hat lediglich Informationen, die dummerweise frei verfügbar waren, genutzt. Und wir alle wissen, mit unseren Tesla-Zugangsdaten kann ich das Auto nicht komplett fernsteuern. Ich mache die Klimaanlage an, Musik lauter, leiser, sonstige Sachen, aber ich kann nicht sagen, Auto fahr jetzt da und dahin. Also das wurde deutlich höher gekocht, als es war. Und die App-Entwickler haben da auch schon nachgesteuert und diese Funktion entsprechend zugemacht. Das Thema ist auch schon durch. Okay, das heißt also, Vorsicht, wem ihr eure Zugangsdaten anvertraut. Und ja, in dem Sinne eigentlich kein echter Hack. Genau, aber sowas, finde ich, muss man auch immer besprechen, denn ja, ich werde dann immer meistens von Leuten, die nicht so nah an Tesla dran sind, angesprochen, gesagt, hey, hast du schon gehört, jetzt hat wieder jemand das geschafft und eigentlich, ja, ist das eigentlich ja, ein Thema, wo Tesla auch sehr hinterher ist und sehr viel gerade mit White-Label-Hackern zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass solche Sicherheitslücken auftauchen und in dem Fall war es ja eigentlich keine Sicherheitslücke bei Tesla, sondern eher Zugangsdaten, die frei verfügbar im Internet ja, unterwegs waren. Ja, wir kommen zu einem anderen interessanten Thema und zwar, ich finde das geniales Marketing. Tesla hat Dogecoin, die Kryptowährung Dogecoin, als Zahlungsmittel akzeptiert, aber nicht nur das, sondern man kann manche Artikel im Tesla Store in den USA zumindest gar nicht mehr anders kaufen, außer mit Doge. Genau, das ist, ich war selber überrascht, also diese Cyber-Whistle, diese komische Pfeife, die aussieht wie einen Cybertruck, die Tesla-Gürtelschnalle, das Cyber-Quad für Kids und eine Sexy-Tasse, die kann man jetzt nur noch exklusiv mit Doge bezahlen und nicht mehr wie vorher mit normaler Patte. Ja, das ist schon erstaunlich. Mein Elon hatte das schon angekündigt, dass das kommen wird, aber dass sie es ausschließlich machen und man mit Dollar gar nicht mehr bezahlen kann, fand ich schon interessant und ich denke, das ist sehr schlau, weil sie dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen in der Kryptoszene einerseits, aber eben auch bei Leuten, die jetzt wie ich zum Beispiel noch gar kein Dogecoin besitzen. Wenn ich hier diese Gürtelschnalle haben will, muss ich jetzt sozusagen gezwungenermaßen hier in Doge investieren, bevor ich hier in dem Tesla-Store einkaufen kann. Finde ich spannend. Dann reden wir über ein Problem, das auch sehr durch die gerade Tesla-Community gegangen ist. Es gab Probleme bei der Wärmepumpe. Da fand ich eine interessante Zusammenfassung auf Twitter von einem Account, der heißt Model 3 Owners. Die finde nicht nur ich interessant, sondern auch Elon hat drunter geschrieben, dass er das eine exzellente Erklärung fand. Wir haben geschrieben, ich lese das gerade mal vor. Also es geht darum erstmal, um das zu erklären, es gab Nutzer, die Probleme mit ihrer Wärmepumpe hatten, beziehungsweise mit der Heizung im Auto bei sehr tiefen, sehr niedrigen Temperaturen, um die minus 20 Grad. Und hier schreibt Model 3 Owners, das Wärmepumpensystem kann sogar bei Temperaturen unter 30 Grad Celsius sehr gut funktionieren. Also minus 30 Grad Celsius, muss man sagen, weil es zwei Kreisläufe gibt, in denen das Kältemittel komprimiert und dann expandiert wird. Und diese Kreisläufe können selbst bei extremer Kälte Wärme erzeugen. Jetzt war es wohl so, dass da eine Lufteinlassklappe vorne verstopft wurde durch Eis oder sogar zugefroren ist, sodass die konstant offen war. Und sie schreiben dann weiter, dass dadurch kalte Luft in das System geblasen wurde, wodurch das Wärmepumpensystem nicht richtig arbeiten konnte. Die kalte Luft strömte nämlich an dem Sensor vorbei, der hat dann einen Fehler ausgegeben und gesagt, dass das Klimasystem gerade ausfällt und daraufhin schaltete sich dann die Heizung ab. Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch durchaus gefährlich werden, gerade wenn es minus 20 Grad draußen hat und ich vielleicht noch eine Stunde Auto fahren muss und nicht dick eingepackt in meinem Tesla sitze, sondern vielleicht sogar im T-Shirt. Die Priorität lag bei Tesla dementsprechend hoch. Die haben sich da direkt drum gekümmert.
Lars, du hast auch schon einige Updates bekommen, oder? Genau, also das Problem ist auch interessanterweise zuerst, wer glaubt es kaum, in Norwegen aufgetreten. Also da wurde es zuerst beobachtet. Und das wurde angeblich innerhalb von einer Stunde schon gefixt mit dem Firmware-Update. Die aktuelle Version 2021.44.30.7 soll das schon behoben haben. Aber es gibt wohl noch ein weiteres Update, die Punkt 8, die nochmal irgendwie einige letzte Fehler nachbessert. Aber angeblich soll schon die Punkt 7 viel, viel Verbesserung bringen bei dem Problem. Also es scheint wirklich so zu sein, dass es, das wird auch in diesem Tweet weiter beschrieben, dass es hier dass das eine ganz gute Prio war bei Tesla, die sofort da versucht haben, auch gerade mit den betroffenen Nutzern sich auszutauschen. Da wurden zum Teil auch Teile hin und her geschickt, um den Fehler zu finden. Und sie haben vor allem wohl erstmal diesen Sensor abschalten können, dass der nicht mehr diese oder dass diese Fehlermeldung von diesem Sensor nicht mehr dazu führte, dass die Heizung dann abgeschaltet wird. Das ist ja auch das Tolle eigentlich bei Tesla, dass sie auf sowas sehr, sehr schnell reagieren können mit Software-Updates, da sie eben den vollen Zugriff auf die gesamten Systeme haben. Ja, das fand ich interessant, diese Woche auch zu sehen, dass, ja, dass man da schnell auf Abhilfe schaffen kann dadurch, ne? Und der Tweet, ob das ja die Tweets von Elon kamen in einer Stunde hintereinander, ne? Dass die, also dass er geschrieben hat, dass es eine ganz hohe Priorität hat und eine Stunde später hat er dann getwittert, dass das Firmware-Fix zur Neukalibrierung des Wärmepumpen-Expansionsventil genau jetzt schon im Rollout sich befindet. Ja, das war ein großes Thema. Dann habe ich, ja, ihr müsst wissen, ich habe eine Model Y-Vorbestellung immer noch. Der Nino übrigens, glaube ich, auch, soweit ich mich richtig erinnere. Und ich weiß nicht, Nino, da frage ich dich jetzt gleich auch nochmal. Aber ich habe diese Woche eine SMS bekommen von Tesla, in der stand, dass für meinen Model Y die Reichweite sich gerade erhöht habe, ohne dass ich mehr Kosten habe. Und zwar auf 533 Kilometer. Hast du die SMS auch bekommen? Nein, habe ich nicht. Ich habe ja ein Performance bestellt. Ist das da denn auch so? Das ist vielleicht der Unterschied. Ja. Ich habe das Long Range und das Performance-Modell, da fragst du mich was Gutes. Ich weiß gar nicht, ob das sich geändert hat. Also das ist bei 514 Kilometern jetzt. Lars, weißt du da mehr? War das vorher weniger? Meines war knapp weniger, aber die 533, die du gerade genannt hast, gelten auch nur bei den 20-Zoll-Reifen. Wenn du die 19-Zoll hast, hast du sogar 565 Kilometer. Das stimmt, da steht so ein kleiner Vermerk im Konfigurator bei den Reifen, lustigerweise. Ne? Das steht dann, oben steht immer noch 533, aber im Kleingedruckten steht das dann 565. Das ist schon ordentlich. Also freut mich, dass dem so ist und dass hier Tesla sozusagen nach und nach die Autos immer besser macht und ja, in diesem Fall auch ohne Aufpreis. Spannenderweise habe ich da leider nichts von. Mit meinem Model Y, denn so wie das aussieht, also das hat der Tesla Adri gepostet, liegt das an dem neuen Auto, an dem neuen Full Self Driving Computer mit dem AMD Ryzen Chip. Und da ich noch den Intel habe, habe ich leider nicht mehr Kilometer. Ja, ist das wirklich so? Weil da habe ich Ihnen vielleicht anders verstanden, weil ich habe den Tweet auch gesehen und er schrieb gerade darüber auch, dass bei Model 3 hier eine geringere Reichweite jetzt auf der Webseite steht. Da ist es leicht gefallen bei den 18 Zoll, also beim Reden vom Long Range Model 3 in Europa. Ja. Mit den 18 Zöllern, da wurde 637 angegeben vorher, das ist es auf 626 gefallen und ganz leicht auch mit den 19 Zöllern von 614 auf 602. Und da hatte ich verstanden, dass das an diesem AMD Ryzen Chip liegen soll. Allerdings bezieht sich da auf eine Quelle bei Tesla. Wissen wir jetzt auch nichts Genaueres drüber. Könnte aber natürlich sein, dass durch den neuen Chip sich solche Angaben dann auch ändern. Und du hattest das so verstanden, dass das für das Model Y auch gilt? Ja, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also das ist natürlich manchmal immer schwierig rauszulesen. Ja, es ändert sich auf jeden Fall wohl was mit dem AMD Ryzen-Chip, der in den neuen Model Y verbaut ist. Und das fand ich eben auch noch interessant, weil wenn man das
wenn es so ist, wie ich es verstanden habe, aufs Model 3 bezieht, kommt wohl der Chip dann auch in das Model 3. Davon war auszugehen, aber es ist doch schön, wenn sich das hier dann nochmal konkretisiert dadurch. Dann wechseln wir nochmal das Thema und reden über den Tesla Sicherheits- oder Fahrzeugsicherheitsbericht, wie das so schön auf Deutsch heißt. Was ist das denn genau, Lars? Ja, das ist der Bericht, den Tesla regelmäßig veröffentlicht über, wie sicher ihre Autos sind. Und der enthält unheimlich viele Daten. Also da muss man schon sehr viel durchlesen. Spannend ist, dass sie diesmal jetzt tatsächlich angeben, wie viele Unfälle passieren mit Autopilot, wie viele passieren ohne Autopilot und sogar hier für unsere Stammtischkollegen, wie viele Autos brennen denn ab, steht da auch drin. Ja, das stimmt. Die vergleichen hier die Zahlen aus den USA hauptsächlich und ziehen einen Vergleich, der mir persönlich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, und zwar vergleichen sie das dann mit den Unfallzahlen, denen die amerikanische Aufsichtsbehörde veröffentlicht. Und schauen hier sich sozusagen an, wie die Unfallhäufigkeit sich verhält. Bei der die NHTSA, so heißt die Aufsichtsbehörde, die sagt, was bei normalen Fahrzeugen im Schnitt, also da ist alles mit dabei, ja, alle 484.000 Meilen ein Unfall auftritt. Und bei Tesla ist das deutlich seltener. Das ist mit Autopilot in diesem Quartal, das geht quartalsweise, geben Sie das immer an, im vierten Quartal 2021 waren das bei 4,31 Millionen Meilen, also alle 4,31 Millionen Meilen tritt ein Unfall auf. Im Vergleich zu 484.000 ist das natürlich ein riesen Unterschied. Jetzt ist es so, und deswegen bereiten mir die Zahlen da Bauchschmerzen, sind da ja bei den amerikanischen Zahlen alle Fahrer drin mit allen Altersgruppen, allen Fahrzeugen, alles in einen Topf geworfen, also ein richtiger Durchschnitt eigentlich der ganzen Bevölkerung. Und das ist schwierig vergleichbar, erstens mit der Tesla-Fahrerschaft, die vielleicht doch eher ein bisschen älter ist, so wie wir jetzt, oder dann vielleicht auch mit Autopilot eher auf der Autobahn unterwegs ist, wo ja generell auch ein anderes Unfallverhalten sich abbildet als in der Stadt zum Beispiel. Deswegen finde ich, diese Zahlen sollte man gar nicht unbedingt überbewerten. Aber was man schon anschauen kann, ist die Entwicklung der Zahlen über die Quartale, die Tesla angibt. Also zum Beispiel, wie häufig gab es denn einen Unfall im vierten Quartal 2019 im Vergleich zu jetzt zum Beispiel. Und da ist ein eindeutiger Trend zu sehen. Und zwar werden die Unfälle seltener, gerade wenn Autopilot aktiviert ist. Und hier ist zum Beispiel, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht, ein gewaltiger Unterschied. Im Q4 2020 trat ein Unfall alle 3,45 Millionen Meilen auf und jetzt eben im letzten Q4 2021 alle 4,31 Millionen Meilen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich denke, das zeigt doch den Trend, dass Tesla hier große Entwicklungsfortschritte macht, was das Autopilot-Fahrassistenzsystem, es ist ja noch kein autonomes Fahren, angeht, und vor allem auch, dass man eben, muss ja damit einbeziehen, dass es viel, viel mehr Teslas jetzt auf den Straßen gibt. Das heißt, es gibt ja auch viel mehr Daten. Ich weiß nicht, ob du da noch was dazu ergänzen möchtest. Ja, ich habe noch die Informationen zu den brennenden Autos. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, korrigiere mich da gerne, David, brennt im Schnitt ein normaler Verbrenner alle 19 Millionen Meilen. Ein Tesla, und da nimmt man jetzt den Zeitraum 2012 bis 2020, also wirklich seit Produktionsstart Model S, alle 205. Also 205 zu 19, schon ein Riesenunterschied. Ja, ja, klar, das eine heißt der Verbrenner, ne? Ja, da sieht man, dass die typischen Vorurteile, wenn man dann mal auf Zahlen, Daten, Fakten guckt, dass da nicht so viel dran ist. Ne? Und das ist sehr gut, das mal herauszuarbeiten, definitiv. Zu der Sicherheit, finde ich,
Immer wieder sieht man mal auf der Autobahn wieder Auffahrunfälle, gerade im Stau und so weiter. Ne? Leute sind unaufmerksam. Das sind alles solche Dinge, die so ein Tesla einfach abschafft. Ne? Entweder durch das autonome Fahren, also durch den Autopilot, der dann halt sowieso wie so eine Art Stauassistent agiert. Andererseits aber natürlich auch, und das ist ja auch bei anderen Herstellern natürlich jetzt nichts Neues, dass man dann eine Art Warnton bekommt, ne? Wenn man sich einem zu sehr nähert, auch wenn man nicht den Autopilot anhat. Ne? Dann piept das Auto wie verrückt und sagt, hey, du fährst da gleich irgendwo drauf und dann kann ich nochmal wach werden. Ne? So, das ist was natürlich insgesamt in der Autoindustrie Einzug gehalten hat. Ne? Und das fördert natürlich solche Verbesserungen der Zahlen noch dazu. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das in den nächsten Jahren sehr spannend bleibt. Und das Schwierige für Tesla ist halt eben immer, dass man die verhinderten Unfälle eigentlich nicht sieht, ne? Und man, oder nicht mitbekommt. Und das werden wir sehen, wie sie sich da in Zukunft, wenn das autonome Fahren noch aktueller wird, wie sich das dann verhält, ob sie quasi sich dann mit den Gegnern davon, wie sie damit umgehen können, denn es wird nie auf Null gehen und ja, die restlichen paar Prozent, die den Unfall bauen, die verklagen die Firma dann halt trotzdem, ne? Das ist so ein bisschen der Pferdefuß dabei. Ja. Wir wechseln nochmal das Thema und kommen zu den Cybertruck-News, die es diese Woche auch gab. Ja, das sind eigentlich mehr Gerüchte, muss man sagen, denn es gab erstmal einen Reuters-Bericht, in dem geschrieben wurde, dass der Cybertruck eine Produktionsverzögerung wieder mal erlebt. Lars, da haben Sie von Q1 2023, glaube ich, geschrieben. Genau, ursprünglich war es ja 2022, das haben wir jetzt und leider haben sie es jetzt anscheinend verschoben auf Q1 2023, weil sie sagen, Model 3 und Y sind unser Fokus und die Priorität. Das sagt also, vor allem Reuters. Muss ich leider hiermit vorlieb nehmen, so lange. Das sagt Reuters aufgrund eigentlich auch der Tatsache, dass von der Tesla-Webseite oder von der Cybertruck-Webseite die Jahreszahl 2022 verschwunden ist. Da stand nämlich sowas drin wie, die werden mehr über die Details zu ihrer Bestellung erfahren, wenn die Produktion des Cybertrucks im Jahr 2022 näher rückt. Und, und dieses 2022 ist verschwunden und daraufhin folgerte Reuters, glaube ich, dass es im Q1 2023 dann passiert. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so dramatisch, denn der Fokus liegt tatsächlich auf dem Model Y und auf dem Model 3 für Tesla und das ist auch stückzahlentechnisch eine andere Liga, als der Cybertruck im ersten Produktionsjahr sein wird und das wird sicher ein super Produkt und ein großartiger Truck für den amerikanischen Markt, aber das Model Y und das Model 3 sind weltweit viel bedeutender für Tesla, deswegen finde ich ja nicht so dramatisch. Dann wollte ich auch noch sprechen über die Photovoltaikanlage von Tesla in der Gigafactory Nevada. Jetzt hatten wir es schon die ganze Zeit von Photovoltaik. Tesla hatte ja versprochen, in der Gigafactory oder auf der Gigafactory Nevada Photovoltaik zu installieren. Das wollten sie schon ganz lange machen und da gab es sehr große Ziele ursprünglich auch, Lars. Ja, die Ursprungsziele waren 70 Megawatt und wenn ich es richtig sehe, beim Baubeginn 2018 bis zum letzten Jahr hatten wir gerade 3,2 Megawatt nur. Und sie haben jetzt ihre Ziele angepasst auf 24 Megawatt. Ich glaube, du hattest da schon mal vor ein, zwei Podcasts drüber spekuliert, warum das so ist, ne? Ja, das liegt vor allem daran, dass die Gigafactory Nevada nicht so groß wird im Moment, wie das ursprünglich mal angekündigt war. Denn Tesla hat eigentlich nach 30% des Gebäudeausbaus erstmal aufgehört, da weitere Hallen zu bauen und dementsprechend passen da jetzt keine 70 Megawatt mehr drauf. Ich finde das nur eine krasse Zahl trotzdem, denn hat nicht vorher in unserer Diskussion jemand gesagt, dass das Ausbauziel für Deutschland 25 Megawatt für Photovoltaik war im Jahr oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ja, das passt nicht ganz zusammen. Das müssen Gigawatt gewesen sein. Ich glaube auch, ne? Das kann jetzt nicht sein.
Passiert mir auch schnell, dass da mal ein G durch ein M vertauscht wird. Ja, also 24 Megawatt wird die Anlage groß und es gibt Satellitenbilder, die zeigen, dass Tesla hier fleißig die Photovoltaik auf dem Dach aufbaut. Das ist ungefähr jetzt die Hälfte wohl voll und ich denke, bis Ende des Jahres soll das Ganze auch abgeschlossen sein. Was ist denn der Grund, dass die Fabrik jetzt viel kleiner wird? Also wird die wirklich nicht mehr weitergebaut oder ist das nur nach hinten geschoben? Einen offiziellen Grund gibt es dafür nicht, also nicht einen bekannten, keine offizielle Aussage von Tesla. Ich habe da meine eigene These zu, die kann ich dir vielleicht verraten. Und zwar, denke ich, liegt es an den geänderten Batterieausbauplänen von Tesla. Denn die Gigafactory Nevada wurde ja zusammen als Projekt mit Panasonic gebaut. Also Tesla hat die Gebäude gebaut und Panasonic produziert da drin für Tesla die Batteriezellen. Und ich denke, dass sie da doch ihre Strategie geändert haben, gerade mit der Einführung von den Tesla-eigenen Batteriezellen. Und ich weiß nicht genau, ob das eines Tages vielleicht dann auch in der Giga Nevada noch produziert werden kann, so direkt neben Panasonic. Weiß ich nicht genau, aber im Moment haben sie das Gebäude einfach dann erstmal oder den weiteren Ausbau auf Eis gelegt oder es hat einfach schon gereicht, was sie da hatten. Ja, sehr schade, weil es sollte ja das größte Gebäude oder größte Fabrik der Welt werden oder so. Sollte man sogar aus dem All sehen und so. Also es waren Wahnsinnspläne. Schade, wenn das dann damit stirbt. Das sah sehr schön aus auf den Bildern, auf den Renderbildern. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, glaube ich, treibt Tesla den Batterieausbau derart voran, dass sie das dann halt an anderer Stelle bauen. Und wer weiß, vielleicht wird das ja eines Tages noch weiter ausgebaut. Das kann durchaus sein. Ja, dann würde ich sagen, sind wir damit eigentlich auch schon am Ende der News angelangt. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Fragen im Chat gibt, die wir vergessen haben, Lars, oder sonst können wir es auch damit. Ja, es gab zwar noch ein paar Fragen, aber die hätten die Runde gesprengt, wie zum Beispiel die Frage, was unsere Teilnehmer davon halten, dass jetzt Atomstrom als Grün gilt. Ich glaube, da hätten wir Stunden drüber diskutiert können. Ja, wir hätten mit denen, glaube ich, sowieso noch ein paar Stunden weiter diskutieren können. Das wäre durchaus möglich gewesen. Ja, da muss man manchmal auch einen Punkt machen. Genau. Nicht so einfach, vor allem, wenn es so interessant ist, was die sagen, finde ich. Also das ist durchaus bei interessanten Kandidaten dann oft schwierig, einen guten Abschluss zu finden. Ja, gut. Dann war das jetzt die Tesla-News. Und somit unser letzter Programmpunkt hier an T&E-Talk am heutigen Abend. Ich möchte nochmal wiederholen an der Stelle, bitte abonniert gerne das T&E-Magazin. Das gibt es kostenlos. Ihr müsst nur das Porto tragen. Alternativ sucht ihr euch eine der vielen Auslagestellen. Die sind auch auf der Webseite des Magazins www.temagazin.de. Dort findet ihr die Auslagestellen, unter anderem natürlich das Seat & Greet. Das sind immer Riesenkisten, die da rumstehen, wo man sich dann Magazine, auch mehrere gerne für Freunde und Bekannte mitnehmen kann oder auch zum Verteilen ins Auto legen. Man trifft ja an der Ladesäule oder in Freundesbekanntenkreis immer wieder mal Menschen, die sagen, hey, irgendwie interessiere ich mich für das Thema und weiß noch nicht so viel. Dann drückt man denen einfach mal so ein T&E-Magazin in die Hand. Das Neue ist jetzt gerade druckfrisch erschienen, das heißt, es ist der richtige Zeitpunkt zu bestellen oder eben, wie gesagt, gleich ein Abo dazulassen. Das sei nochmal angemerkt, weil der T&E-Talk ist ja nun mal im Rahmen des T&E-Magazins entstanden. Ja, David, dann weißt du, was du zu tun hast. Du brauchst jetzt einen digitalen Stromzähler, damit du einen Schritt weiterkommst in deiner persönlichen Energiewende. Ja, ich brauche das Go von meiner Vermieterin dafür. Den hatte ich schon beantragt. Okay. Ja, ich drücke dir alle Daumen, dass du da einen Schritt vorwärts kommst. Das sind dicke Bretter, die man bohren muss. Auch das ist ja heute in der Diskussion leider eindrücklich klar geworden. So viele Baustellen, da wird einem manchmal schwarz vor Augen. Ne? Da verliert man manchmal so ein bisschen die Hoffnung. Ja. Naja, sonst kriegt halt der Nachbar die Photovoltaikanlage drauf und ihm das Dach selber gehört. Oder ich kaufe den Strom halt doch bei dir. Ja, genau, richtig. Ich mach dir Sonderpreis, weißt du? So, das finde ich gut. Reden dann so ein bisschen, handeln und spielen mal so ein bisschen Strombörse. Genau. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Vielen herzlichen Dank an Lars für die Chat-Moderation und natürlich auch vielen Dank an den Chat. Es waren heute sehr große Beteiligungen, fand ich. Gute Kommentare, interessante Fragen.
Und ja, danke an die Diskussionsrunde. Und wann machen wir den nächsten T&E-Talk? Jetzt haben wir, glaube ich, noch gar kein Datum, ne? Aber in ungefähr 4 Wochen, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, ja. Ein Datum habe ich leider auch nicht. Ja, haben wir noch gar nicht besprochen. Also in ungefähr 4 Wochen am Sonntag geht es dann weiter mit dem nächsten T&E-Talk. Thema müssen wir noch festlegen. Ich bin sicher, es wird wieder spannend werden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle Kanäle, wo auch immer ihr jetzt geschaut habt. Entweder beim David auf YouTube. David hat ja den Podcast Tesla Welt. Den könnt ihr auch gerne mal abonnieren auf eurem beliebigen Podcast-Client. Dann sind wir natürlich beim T&E-Magazin auf YouTube und bei mir im Buzzing Danzer YouTube-Kanal und auch auf Twitch beim T&E-Magazin. Einen oder am besten alle Kanäle abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und Daumen hoch, auch ganz wichtig. Richtig. Daumen nach oben, Glocke drücken. Genau. Und Kommentar auch da lassen, wenn ihr dieses Video offline seht. Ne? Das Video bleibt bei mir am Kanal online. Das heißt, ihr könnt das dann nochmal nachschauen und kommentieren. Und da gibt es dann auch immer wieder schöne Diskussionen. Ja, dann sind wir durch, David. Vielen Dank auch an die Regie. Carsten und Martin machen immer einen super Job im Hintergrund und betreuen die Interviewgäste und sorgen dafür, dass hier alles läuft und ihr einen vernünftigen Ton und vernünftiges Bild habt. Heute ist es dann wieder gut gewesen, fand ich und hoffe ich auch. Ich habe zumindest keine Klagen gesehen. Beim letzten Talk waren wir ja draußen im Feld bei Brabus und da hatten wir starke Tonprobleme. Bei Außeneinsätzen müssen wir noch ein bisschen üben, ein bisschen nachlegen. Das werden wir aber tun. Das haben wir uns schon auf die Agenda gesetzt fürs Jahr 2022. Hier im Studio-Setup sind wir bestens ausgefeilt, kann man schon sagen. Ne? Genau. Gut. David, vielen Dank an alle. Vielen Dank dir. Ja, mir auch. Danke und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Lasst uns zusammen die Welt retten. Nicht vergessen. Ciao, ciao. Ciao.